Internet! Hier ist wieder Beckensack für euch und willkommen zum nächsten Teil von unserem Zelda-Podcast. Da-da-da-da! Dabei habe ich wieder die bezaubernde Pummi. Was geht? Was geht? Außerdem wieder dabei der Vize-Captain des Pirate Boards, unser guter Turian Tourist. Hey. Oh mein Gott! Und ein Gast, der eigentlich schon das letzte Mal dabei sein sollte, aber es dann kürzlich nicht mehr geschafft hat. Aber jetzt ist er da. Mein alter Nachbar, der Hanno. Hallo Internet. Sehr gut. Gut, im letzten Teil hatten wir das Ursprungs-Zelda, die NES-Zeit und Link's Awakening für den Game Boy abgehandelt. Und auch A Link to the Past. Und jetzt wird es Zeit für, ich persönlich muss sagen, den absoluten Zelda-Meilenstein, wenn man das von der technischen Sicht betrachtet, nämlich Ocarina of Time. Ocarina of Time ist, glaube ich, für viele Leute die Definition von Zelda. Also das ist auch, wenn mich einer fragt, wie ist Zelda, was muss ich mir darunter vorstellen oder welchen Teil sollte ich da, ich will da irgendwie mal reinfinden, welchen Teil soll ich spielen, ich werde immer sagen, spiel Ocarina of Time. Weil ich finde, Ocarina of Time ist von seinem Design, von seinem Gameplay und so weiter und so fort, ist das, was Zelda jetzt halt die letzten 10, 15 Jahre so krass geprägt hat. Im Prinzip gehen alle Sachen nur auf Ocarina of Time zurück. Auch von der Geschichte her und so weiter, im Aufbau, alles Mögliche. Und Ocarina of Time ist auch, ich bin immer so ein bisschen zwiespältig, aber eigentlich müsste man, glaube ich, schon sagen, dass Ocarina of Time auch mein Lieblings-Zelda ist. Wie sieht das bei euch aus? Ich fange mal an, ja, ganz spontan. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, es ist in meiner Top 3, sag ich mal so mit drin, auch zusammen mit Majora's Mask, was wir im Anschluss besprechen werden. Ja. Und Link Between Worlds in meinem Fall noch. Aber ja, auf jeden Fall ein großer Meilenstein. Damals dieser Sprung ins 3D, wirklich wunderbar gemacht. Fantastische Atmosphäre in dem Spiel auch. Irgendwo, was für mich so sehr prägnant ist für gerade auch die Spiele aus dieser Zeit, so Ende der 90er. Wo die 3D-Grafik gerade so erst im Kommen war. Also man hat sich von dieser Pseudo 3D-Grafik, wie man es vielleicht mit Spielen wie Doom hatte oder sowas, hat man sich losgelöst. Und dann mal so richtig polygonbasiertes 3D endlich geschaffen. Aber es war natürlich alles noch in den Kinderschuhen. Man hatte aber viel stärker damals mit Atmosphäre und sowas gehabt, durch Musik und Soundeffekte. Und das hat Ocarina of Time wirklich fantastisch. Und eben auch ein sehr, würde ich sagen, sehr gut balanciertes Zelda-Spiel. Egal was man mag in Sachen Zelda, ich glaube, jeder findet in Ocarina of Time auch irgendwo seinen Gefallen. Auch wenn man zum Beispiel eher ein offenes Erlebnis haben will und eher ein lineares Erlebnis haben will, Ocarina of Time findet da irgendwo eine gute Mitte, finde ich. Und das auch in verschiedenen anderen Aspekten. Aber ja, da gehen wir dann sicherlich gleich noch im Detail ein. Ja, würde ich dir aber auf jeden Fall erstmal alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Wie sehen das Hahn und Pummi? Also, ja, meins ist es auf Platz 2 von den Top-Zelda-Spielen. Nichts geht über das allererste, was man immer gespielt hat. Also, ja, Ocarina of Time war schon richtig super, besonders der Anfang. Man fängt ja geschlossen so schön an in dem Kokiri-Wald und dann betritt man zum ersten Mal diese große, weite Welt, wenn man sozusagen das Tutorial abgeschlossen hat. Das war damals atemberaubend. Alleine dann auch, ja, man kannte das nicht aus den meisten Spielen, dass man dann in so eine große Spielwelt entlassen wird, sondern man hatte immer dann so einen richtig kleinen Bereich, wo man nur langläuft. Wenn ich da an die Super Nintendo-Spiele lang denke, also da denke, da hat man echt nur immer seinen kleinen Bereich gehabt, gehe von A nach B. Und da gehst du dann raus, denkst dir erstmal so, wow, scheiße, die Ebene ist richtig groß, wo muss ich hin? Ach, auf die andere Seite zum Schloss. Ja, aber davor gucke ich mal, was ist links von mir, was ist rechts von mir. Das war damals echt der Hammer, also. Ja, das finde ich auch. Also, man muss dazu sagen, damals, also es ist ja eigentlich so gesehen keins, aber für damalige Verhältnisse oder für damalige Definition war Ocarina of Time wirklich so ein krasses Open-World-Spiel, wie du das so sehen willst, weil es gab halt auf der Konsole zumindest zu der Zeit nichts Vergleichbares. Und dann
kommst du halt dahin und auf einmal stehst du doch vor dieser, wenn man es genau betrachtet, eigentlich recht klein, aber für damalige Verhältnisse, großen hylianischen Steppe, hast dieses große mittelalterliche Setting, diese große Welt, das große Hyrule und dann so, jo, jetzt lauf mal los und mach mal hier so ein paar Aufgaben und Queste und rette mal das Königreich. Und das hat mich damals auch krass beeindruckt, das hat meinen Mind geblowt damals, weil ich das halt. Also es gab dann natürlich zu der Zeit, gab es dann auch gerade auf dem PC schon einige Titel, die das natürlich konsequenter und besser und größer gemacht haben. Aber da die meisten wahrscheinlich zu der Zeit im Alter waren, wo du nicht so den Zugriff zum PC hattest oder auch nicht unbedingt am PC so viel gespielt hast, wird das für viele, denke ich, so das erste Mal so eine Erfahrung dieser Art gewesen sein. Einfach da halt, ja, aus dem scheiß Kukiri-Wald rauszukommen, sich von der Eule volllabern zu lassen und dann zu sehen, boah, was ist denn jetzt hier los, so, ne? Ja, nicht jeder hatte ja auch einen PC und eine Konsole damals gleichzeitig. Eben. Man muss ja auch bedenken, die Spiele haben ja auch noch einen Batzen Geld gekostet. Ich glaube, Ocarina of Time lag ja bei 120 D-Mark damals noch. Oh ja. Ja, das war immer so bei den N64-Spielen, weil die Module so scheiße teuer waren, ne? Das war nicht gerade günstig, alle Spiele dann zu haben, im Gegensatz zu heute. Was war denn jetzt auf dem PC da? Was gab es da Größeres, Krasseres im Doch, Gothic Vergleich? war zur selben. Ja, Gothic Ach, war Gothic, zum Beispiel schon. okay. Ja, klar. Also, Gothic ist ja die Mutter der westlichen Rollenspiele, wenn du so willst, wenn du jetzt Elder Scrolls ausklammerst. Und Gothic ja deutsch ist, aber zumindest damals auf dem PC, ja, da war Gothic natürlich schon eine Hausnummer. Aber wie gesagt, wer der Zelda gespielt hat, Ocarina of Time zu der Zeit gespielt hat, wird halt kaum einer Gothic gekannt haben, weil das halt komplett andere Zielgruppen so waren, ne? Mehr oder weniger damals noch. Heute ist es alles Ich natürlich alles ein bisschen glaube, anders. Gothic kam ja erst auch später raus, ähnlich 2001. Ich gucke gerade raus. Also kann man Ja. so, also 1998 war ja Ocarina of Time. Von daher kann man das gar nicht so sagen. Ich habe mich gerade gewundert, was 98 jetzt direkt dann an vergleichbaren Spielen Was da ist. gab's denn, wann war denn hier, wann kam denn Daggerfall raus von Elder Scrolls? Moment. Aber ich meine, das war doch eigentlich auch. Arena und Daggerfall müsste Daggerfall eigentlich nicht waren so auf alt jeden sein. Fall in den 90ern, aber wann? Ja, also es war ja auf jeden Fall noch vor Morrowind. Okay, 96, das war schon vorher Ja, da. Aber das war siehst auch du. schon, da sehe ich gerade, das ist noch so eine etwas pixeligere Ja, ich glaube, Grafik. die hatten Also so eine diese, Doom-Engine gehabt noch. ja, genau, diese typische Doom 3D, was man halt damals so hatte. Also. Ja, also so oder so gesehen, mein Gott, ich meine, was ich ja nur sagen wollte, ist dass trotzdem Ocarina of Time etwas gemacht hat, das für damalige Verhältnisse unfassbar krass war. Oh ja. Also, unfassbar krass. Also ich habe diese ganzen anderen Spiele auf jeden Fall nicht gespielt zu der Zeit und ich weiß nur, es hat mich trotzdem weggeflasht und das war das Beste für mich, was es gab. So grafiktechnisch. Meine Schwester und ich, weiß noch, wir haben damals auch immer noch gesagt, boah, der erwachsene Link, der sieht auch so gut aus, guck dir mal das Gesicht an, wie genau das animiert ist. Und heute sehe ich so und denke so, boah, Dreiecke ohne Ende, das ist einfach nur ein Kasten. Das ist Dreieck ohne Ende. Ich werde nie vergessen, was für Albträume ich hatte von den verstörenden, lachenden, dreieckbrüstigen, großen Feen Ocarina of Time, wie die Ja. mit ihren spitzen Dreieck-Titten, die mir die Augen ausstechen wollen. Ich hatte Angst, Alter. Ich hatte auch Angst vor denen und ich habe mich immer gefragt, warum sind die Feen nicht schön? Sollten die Sie nicht sollten schön schön sein? Ja, das hat sein. ja das Warum sind Remake das dann Feen? verbessert. Die waren einfach nur gruselig. Ja, stimmt. In Hyrule Warriors haben sie tatsächlich endlich jetzt Das sind sie ein bisschen runder, ja. Aber was haben die bitte mit den Haaren gemacht? Die Haare waren trotzdem schrecklich. In Ocarina of Time 3D haben sie es ja auch schon Ja. abgerundet und ein bisschen angepasst. Aber das war verstörend, ja. Einfach nur, weil du gerade gesagt hast, Dreiecke, Polygone und so weiter, ja. Ja, Und das stimmt. fangen wir sofort die Brüste der Feen ein. Ja, die Brust oder wie? Ja, möchtest du noch was generell zu Ocarina of Time sagen, bevor ich so anfange, so meine kleine Strichliste hier abzuarbeiten? Ja, nee, Bombengrafik hatten wir ja schon gesagt und coole Atmosphäre auf jeden Fall. Ich liebe den Soundtrack immer noch sehr Oh ja. ohne Ende. Ist auch immer, wenn ich mir irgendwie bei YouTube so eine Game Music Playlist zusammenstelle, ist immer irgendwas von Ocarina of Time dabei. Weil das ja auch, finde ich, jetzt so für später viele. Also es wurden ja viele Musikstücke von Ocarina of Time übernommen, finde ich Dann jetzt. später wieder in Muss andere, man auch dazu ja. sagen, dass Ocarina of Time halt viele Musikstücke von A Link to the Past übernommen. Ja, Ich, okay, äh, natürlich. das ist das, zum Beispiel das Zeldas Wiegenlied ist auch ursprünglich aus A Link to the Past oder die Oberweltmusik Kakariko, die Musik. Also es ist nicht alles, was da jetzt an toller Musik in Ocarina of Time ist, ist jetzt neu in einem Spiel.
Nee, aber das stimmt schon, also das auf jeden Fall, aber trotzdem viel Musik oder viel, ich sag mal, ja, die Art und Weise oder der Stil der Musik, wie sie da drin ist, dann noch trotzdem immer wieder für weitere Spiele übernommen wurde. Ja, klar, weil der Koji Kondo ist halt einfach mal ein Meister. Richtig. Punkt. Witzigerweise, wenn wir schon bei Musik sind, ein bisschen Klugscheißer wissen, dass das Opening-Team vom Startbildschirm von Ocarina of Time war tatsächlich schon in Super Mario Brothers 3, glaube ich, oder Super Mario Land. Auf jeden Fall das auf dem NES. Und da konntest du diese Flöte benutzen, wo du dich warpen konntest. Und das war tatsächlich einfach nur das 1 zu 1 einfach das Team von Ocarina of Time. Da haben sie einfach Copy-Paste gemacht. War auf dem Koji Kondo. Und ja, fällt mir gerade so ein. Ein Wunder, dass es niemandem aufgefallen ist. Naja, ein paar Jahre später schon. Sonst wüsste ich es ja nicht. Aber ja. Okay, Ist aber auch der Flötensound aus den NES-Zelda-Spielen, zumindest aus dem ersten, bilde ich mir ein, irgendwie so. Also. Da das immer derselbe Komponist war, ne, das ist normal, auch in den Filmgeschichten. Die nehmen ihre Stücke, ändern die nur noch mal ein bisschen ein paar Noten ab und ein perfekt neues Lied passt. Ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Und wirklich die Bosskampfmusik wurde doch krass später immer übernommen, finde ich. Auf jeden Fall, da Naja, gab es immer ein stilistisch. paar. Du hast schon immer schon wieder andere Bosskampfmusik, aber ja, stilistisch, sag ich ja, das ist das alles sehr ähnlich oder sehr nah aneinander alles. Ja, finde ich auch. Das stimmt schon. Aber wie Hanno schon sagt, das ist normal, wenn du den einen und denselben Komponisten hast, der macht es halt ja immer wieder ähnlich, Ja, ich würde mal sag ich sagen, jetzt die mal. passen das immer nach Spielsetting ab, wie es ist. Ich glaube, bei Twilight Princess haben sie mit Absicht ein bisschen düstere Töne genommen, weil das Spiel ja an sich ein bisschen dunkler dargestellt ist, dass die das so geändert haben, dass ja der Ton dann immer so ein bisschen bedrückender wird. Ja, was er natürlich auch sehr gut zu Majora's Mask passt. Aber da sind wir noch nicht, wir sind noch bei Ocarina of Time. Ich habe jetzt nochmal wegen dieser Flötenmusik nachgeguckt. Es ist tatsächlich so, dass die Flöte von Super Mario 3 basiert auf der Flöte von dem ersten Zelda-Spiel. Ist auch Okay, sogar noch also besser. quasi sozusagen diese Melodie im Intro wurde auch schon im ersten Zelda-Spiel gespielt. Die ist dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ja, So, wenn okay. man sich's innerlich vorspielt, dann merkt man es ja. Ja, klar. Ja, cool. Dann geht das doch auf Zelda zurück. Ha, siehst du? Deswegen auch wir sehr wir meine Zunge besteht aus Gummi. Sehr gut, dass ich dann vorher sogar noch schön gesagt habe, ja, ich wollte dir klug scheißen, nur damit du mich jetzt berichtigt hast. Das Ja, ist dafür bin ich ja hier. Okay. Habt ihr denn irgendwie ein bestimmtes Lieblingslied aus Ocarina of Time? Gerudo Tal, Ja, Gerudo Tal, ich wollte es auch Gerudo Tal. sagen. Ich auch, Jeder liebt das Gerudo das Tal. ist mein absoluter Lieblingstrack aus Ocarina of Time, Alter. Wenn du dieses Lied nicht liebst, dann hast du kein Herz. Direkt mal richtig radikal alle ausschließen. Ja. Ja, alle, die das Gerudo Ich halte Tal es für lieben. unmöglich, dieses Lied nicht zu lieben. Es ist einfach zu gut. Ich finde aber generell, dass es halt extrem viele geile Lieder hat. Also gut, Zeldas Wiegenlied kommt nicht direkt aus Ocarina of Time, war da aber präsenter, weil du es ja mit der Ocarina selber Ja. spielen musstest und immer wieder ja öfters an verschiedenen Stellen, um kleine Rätsel zu lösen, halt benutzen musstest. Also deswegen Zeldas Wiegenlied, dann die Hymne der Zeit, die aber natürlich auch es wieder stärker bei Majora's Mask dann kam, weil du sie da ja ständig gespielt hast. Aber was ich auch extrem cool fand, ist natürlich Sarias Song, der ja der Urwurm schlechthin. Ich glaube, bei Oh jedem ja. Menschen ist der, das zum ersten Mal Ocarina of Time spielt. Und das ist ist zwar cool, aber es ist dann, glaube ich, auch so ein nerviger Urwurm, der dann nicht mehr weggeht, ne? Weil du hast halt, egal was du machst, ich kenne das auch, wenn ich mal wieder Ocarina of Time spiele und ich gehe in die verlorenen Wälder und dann fange ich unwillkürlich an, tagelang danach immer noch dieses scheiß Lied zu pfeifen, ne, weil es nicht aus meinem Kopf rausgeht, Alter, das ist so krass. Ja, ich glaube, da haben sie es auf jeden Fall richtig geschafft mit diesem Lied, ey. Darunia gefällt das Lied auf jeden Fall sehr gut. Ja, Ja, ist ja Darunia, auch sehr Darunia geht catchy. darauf auch total ab, ja. Der gute Darunia. Habt ihr Ich fand. irgendwie sonst noch Achso, ein sorry. Lieder? Ja, nee, ab, bitte. Immer Ja, also reingrätschen. die Tempelmusik generell, wenn man groß war, fand ich eigentlich immer richtig Bombe. Also eigentlich, boah, ich glaube, ich liebe den Waldtempel ohne Ende. Oh Und natürlich ja. den Wüstentempel. Fand ich auch immer richtig Hammer, die Musik. Oh ja, ich kann beim Wüstentempel, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, wie das ging. Geistertempel. Bitte Ach schön. stimmt, Ja. Geistertempel, sorry, ja. Er ist Ihr in der wisst, was Wüste, ich mein Gott. meine. Ihr wisst ja, was ich meine.
Ja, ich weiß auch, was du meinst. Und der Fire Temple, da war das nicht auch irgendwie, beim Fire Temple wurde nicht bei uns irgendwas zensiert? War das nicht irgendwie so? Ja, die Ja, hat da die war Musik doch. so geändert, genau. Ja, aber ich Oder weiß was gerade ist, nicht. oder sonst? Ich glaube, in Version 1.1 haben sie es zensiert, weil das Zora-Symbol ist ja auch noch, das Gerudo-Symbol ist ja auch noch, glaube ich, in der ersten Auflage an der türkischen Flagge orientiert. Ah, okay. Ja, kannst du mir das mal zeigen oder so zufällig? Also gibt es da irgendwie so einen Vergleich, so wie ich das alte und das Bestimmt. neue Also es gibt Ja. einen Vergleich. Du hast da so einen Mond mit einem Stern. Das war ursprünglich das Gerudo-Symbol. Genauso hattest du auch die Feuertempelmusik. Da waren so Gesänge im Hintergrund, die halt so an Koran irgendwas erinnert haben. Keine Ahnung. Und das wurde eben auch zensiert. Warum wurde Siehst du? das zensiert? Na, eben. Ja, Genau, eben drum. weil die keinen Bock auf den Shitstorm von irgendwelchen Islamisten hatten, die keinen Spaß verstehen oder so. Oder Richtig, generell sich richtig. da reinsteigern in irgendeinen Scheiß. Die haben Ja. befürchtet, dass der Islam das falsch versteht, was ja traurig ist, weil ich glaube, niemand würde da so das interpretieren. Ach, naja, ich sag mal so, es gibt auch Leute, es gibt ja auch in den USA Leute, die gesagt haben, wenn du Pokémon spielst, dann betest du den Teufel an. Also es gibt genug Idioten. Ja, leider. Also, es gibt genug Idioten, die dann sich daran hätten hochziehen können und irgendeinen Scheiß zu labern. Also, Ja, das das hast du ja stimmt immer, mein schon. Gott. Aber ich finde die neue Version finde ich auch richtig gut. Hat jetzt irgendwie nichts Schlimmes getan, das zu ändern, finde ich. Nö, das nicht. Ich finde sogar die neuere Version besser. Also im Ich Vergleich gibt es auch. zwar einige Leute, die sagen, denen fallen diese Gesänge da ganz toll, aber ich mag die aktuelle Version in Anführungsstrichen. Und es passt halt sehr gut zur Atmosphäre im Tempel. Also irgendwie dieses ganze Gesang generell. Also die Musik haben sie wirklich gut hinbekommen. Generell ist das so, das habt ihr ja, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch es gesagt hat, aber ihr habt es vorhin auf jeden Fall erwähnt. Was ich echt krass finde, ist, ich weiß nicht, ob das also generell so eine Krankheit ist von den Spielen oder von der Technik heute, weil du jetzt mit anderen Möglichkeiten oder weil du jetzt nicht mehr so diese krasse technische Limitation hast, dass du komplexere Musik machen kannst. Und ich finde, jetzt hast du es oft in Spielen und so weiter so, dass die Musik nicht mehr so eingängig ist, dass du halt vielleicht von einem handwerklichen Standpunkt aus aufwendigere Musik machst, weil die auch sagen, ja, wir haben höheres Budget, wir haben höhere Möglichkeiten und so weiter. Aber ich finde halt die Musik von heute, die ist halt nicht so catchy einfach, weil damals hattest du halt simple Melodien, die halt relativ oft wiederholt wurden und die halt dementsprechend dir eher im Gedächtnis geblieben sind. Und ich finde gerade bei Ocarina of Time ist es halt auch krass, wie die mit relativ simple Melodien, aber halt auch wirklich so eine dichte Atmosphäre in den jeweiligen Tempel und so weiter erzeugt haben. Ja, Weil das stimmt. selbst wenn du mal davon abgesehen, dass jeder Tempel ja komplett unterschiedlich ist und anders und andere Rätsel und so weiter und so fort, ist auch einfach der Stil eines jeden Tempels immer so krass anders, finde ich, bei Ocarina of Time. Das ist so gut. Und da trägt die Musik halt auch eine Menge zu bei. Es ist aber nicht nur die Musik, es ist auch der Sound in generell. Es ist das, was ich ganz am Anfang gemeint habe, mit der Atmosphäre, habe ich das ein bisschen geschrieben. Damals war halt die 3D-Grafik noch in Kinderschuhen. Es sah zwar für die damalige Zeit toll aus, aber es war halt noch sehr blockig, alles sehr dreieckig. Und man hat das eben ausgeglichen, vor allen Dingen auch durch eine Atmosphäre über Sound und Musik. Es ist halt viel, viel stärker, viel besser als im modernen Spiel. Das ist jetzt heutzutage vielleicht die Grafik wesentlich hübscher, wesentlich detaillierter, aber gerade eben das, was man mit Musik und Sound rausholt, ist heutzutage nicht mehr so kraftvoll wie zu der Zeit. Das betrifft nicht nur Zelda. Zum Beispiel ein Spiel, was mir auf dem PC einfällt, ist Unreal, das allererste Unreal-Spiel, noch vor Unreal Tournament. Das hat so eine geile Atmosphäre und so eine geile Musik, da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und genauso ist es auch bei den N64-Zelda-Spielen. Sowohl Ocarina of Time als auch Majora's Mask haben das wirklich fantastisch gemacht. Das ist einfach diese, nicht nur die Musik, sondern auch die ganzen Umgebungsgeräusche. Wenn du da so dran denkst, wie du halt die Vögel hörst oder ein besseres Beispiel ist dann mit Tamina und Unruhestadt, da ist es extrem deutlich. Ja, alleine schon von dem Tagwechsel in. Ja, oder diese ganze Sound, du machst in der Mond dann so, aber darauf kommen wir gleich noch. Ja. Aber auch in Ocarina of Time war das schon so, dass du halt wirklich eine fantastische Atmosphäre durch die ganzen Geräusche und die Musik, alles in Kombination. Das macht's halt aus. Was ich auch besonders cool fand, schon immer bei den Zeldas, ich meine, mittlerweile hat es sich meiner Meinung nach überlebt und die sollten jetzt endlich mal richtiges Voice Acting machen. Aber damals fand ich es halt auch cool, wenn du einen NPC angesprochen hast, dass sie dir halt irgend so einen komischen Grunzlaut entgegengebracht haben. Und es als er. Ja, als. Ja, Ja, das genau, stimmt. oder.
Du hast ja, damals war das halt schon cool, wenn man keine Sprachausgabe machen konnte, dass dann wenigstens so oder richtig, oder weil durch, diese, durch diesen Scheiß konntest du halt trotzdem die Charaktere dadurch total ja, in eine Richtung halt charakterisieren, die über die, was du mit so einer komischen Textbox oder so halt nicht hinbekommen hättest. Ne? Die haben sich halt, obwohl es kein Voice-Acting gab, haben sie quasi sich diesen Extra-Aufwand oder diesen Umweg sind sie gegangen und haben die halt irgendwas grunzen lassen. Und trotzdem kriegt der Charakter dadurch einfach, ja, einen viel stärkeren Charakter. Und das gibt's auch, meine ich, also ich kenne das eigentlich nur von Zelda-Spielen. Mir fällt kein Spiel ein, außer vielleicht sowas wie Spyro the Dragon oder Crash Bandicoot von früher oder so, wenn du da irgendwie angesprochen hast, da war das aber auch nur so, ah, so guten Tag, so. Und das war aber nicht dieses krass überzeichnete, krass, ja, lächerliche schon, wenn, wie zum Beispiel, ja eben, du den Handwerker irgendwie ansprichst und der schreit da wie so ein Vogel. Ne? Du denkst, wow, chill down, Alter. Ja, das kenne ich aber auch aus keinem anderen Spiel. Ja, Super Mario hätte das noch, aber das ist halt auch von Nintendo. Ja, Banjo-Kazooie hatte das ja auch. Die hatten ja diese quietschigen, dieses. Oh, Banjo-Kazooie, das hat ja nach einer Zeit lang aber so genervt. Ich wollte gerade sagen, also wenn du bei Banjo-Kazooie längere Textboxen hast, dann geht dir das irgendwann echt auf den Piss. Ich habe ja jetzt vor einem Monat habe ich ja Banjo-Kazooie nochmal wirklich durchgespielt auf dem N64. Weil ich es mir halt günstig vom Flohmarkt besorgt habe. Und da habe ich auch noch so gedacht, ey, wenn du längere Textboxen hast, denkst du dir, boah, halt die Fresse, ich kann es nicht skippen, ne? Aber ja. Bei Zelda war es ja immer nur ein Ton so am Anfang. Ja, oder so ein Lachen von der Zelda selber oder irgendwie sowas, was halt den Charakter untermauert hat. Ja, das stimmt. Man muss bedenken, das waren ja die Anfänge mit nur so einem Ton unterlegen, um den Charakter Leben einzuhauchen oder mehr Leben einzuhauchen. Bei Conker ja zum Beispiel haben sie ja eine volle Synchro für die Charaktere benutzt. Das stimmt. Weil da war es dann wieder so weit, dass es ging. Aber das Spiel kam auch, glaube ich, schon gegen Ende der Lebenszeit vom N64. Ja, das Conker kam sehr spät. Deswegen ist es ja auch heute mal davon abgesehen, dass es ja sowieso keine Jugendfreigabe hatte. Und aber aufgrund, das ist ja der krasse Gegensatz zu Thema im Spiel und dann Optik des Spiels, was viele Leute ja wahrscheinlich erstmal abschreckt oder die nicht dahinter gekommen sind, dass das ironisch gemeint ist so. Und dann kam es auch noch zum Ende des Lebenszyklus des N64 raus. Und deswegen ist Conker ja, wenn du jetzt heute das fürs N64 haben willst, so unfassbar teuer. Du bezahlst dich ja dumme Dussel. Ich habe es auch schon mal gesucht, aber ich sehe nicht ein, dass ich für so ein altes Spiel über 200 Euro bezahle. Ne? Sammlerstück, hallo. Ja, das ist aber echt krass. Also, boah, nee. Ja, aber ich glaube, bei Zelda haben sie ja nie richtig Synchronisation gemacht, weil, wenn ich mich entsinne, hat Miyamoto mal gesagt, er möchte das so lassen, dass der Spieler sich in die Rolle von den Charakteren, also explizit ja von Link, immer selber hineinversetzen kann, dass er sozusagen Link ist und deshalb redet er ja auch nicht. Ich tippe mal mit den anderen. Ja, aber deswegen kann die anderen ja trotzdem reden. Ja, genau. Ja. Bitte, was? Ich habe es gerade nicht verstanden, ihr habt beide gleichzeitig. Ja, ich glaube, was wir beide gleichzeitig sagen wollten, ist, dass es hat ja mit Links nichts zu tun. Link hat ja auch keine eigenen Textboxen normalerweise. Das stimmt. Von daher ist es halt eine komische Ausrede zu sagen, ja, er will kein Voice-Acting haben, weil sich die Spieler dann weniger mit Link identifizieren können. Ist ja so nicht richtig. Normalerweise hast du ja auch, wie gesagt, für Link jetzt keine riesigen Texte. Er sagt ja normalerweise im Spiel nichts, außer sowas wie diese Multiple-Choice-Antworten, die du vielleicht vorgeben kannst. Wie ja, also, ja, okay, das stimmt schon, jetzt verstehe ich. Ja, also und manchmal erzählt er was, aber man hört ihn nichts sagen. Also das gibt's ja auch in einigen Zelda-Spielen. Mm. Aber ja, man muss ja, kann ja Voice-Acting für alle Charaktere machen, nur nicht für Link. Das geht ja. Richtig, ich denke dann auch. Dann meckern ja natürlich wieder ein paar Leute bestimmt mit, warum haben alle Voice-Acting nur Link nicht? Das kannst du doch kann man jetzt genau so schon meckern, warum sagen alle Charaktere was nur Link nicht? Ich sag mal so, ein Spiel, was das genauso gemacht hat und was mir sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist halt Dragon Quest 8 für die PS2. Da hast du halt auch, du erstellst ja deinen Helden, der ist nicht vorgefertigt und so weiter und das gesamte Spiel synchronisiert, nur du selber nicht. Und sie sprechen dich halt auch nicht, obwohl du deinen Namen halt eingeben kannst, sagen sie halt immer nur du. Die duzen dich halt immer nur und dann wählen halt nie deinen Namen. Deswegen ist das trotzdem alles in sich komplett stimmig und das ist auch in Ordnung. Ich vermute jetzt mal, dass sie das genauso in Breath of the Wild auch machen werden. Also ich gehe davon eigentlich aus. Dadurch alleine schon, dass man am Anfang vom Trailer halt eine Frauenstimme gehört hat, die vermutlich ja, selber ist. Ja, ich glaube, so. In Breath of the Wild ist es so, dass nur bestimmte Sachen synchronisiert sind. Man hat ja jetzt schon gesehen, es gab neue Spielszenen, da gibt es ganz normal die Textboxen wieder mit
ohne Sprachausgabe. Also, ja, das ist so langsam echt old, muss man ganz ehrlich sagen. Stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man jetzt wirklich das dann so macht, dass man seinen Charakter weiterhin benennen kann. Also statt Link nehme ich halt Turi, Yen oder so. Oder Bacon Sack oder was weiß ich. Ja. Und das, wie man das dann eben mit Voice Acting macht. Wie du sagst, ja, bei Dragon Quest ist so das komplett umgehen. Es gab auch mal ein Zelda-Spiel, das gab es nur in Japan. Das war für so eine Zusatzmodus für Four Swords Adventures, Tetras Trackers, Nebetracker nannte sich das. Da war es dann da so, dass man ja so tetrale Stimme, ne? Genau, da konnte man so mit diesem japanischen Laut, diesen Katakana, konnte man seinen Namen eingeben und das wurde dann auch dann tatsächlich ausgesprochen von Tetra. Ja. Aber das funktioniert natürlich in anderen Sprachen wieder weniger. Also deswegen hat man diesen Modus vermutlich auch rausgelassen aus dem Deutschen. Aber wie gesagt, es ist eine gewisse Schwierigkeit, das also in änderbaren Namen zu synchronisieren. Oder man macht es halt wirklich so, dass man den Namen nicht mehr ändern kann. Ja, ich meine, mittlerweile ist Link als Charakter sowieso so krass etabliert. Jeder in Anführungszeichen weiß, wenn man jetzt mal den Witz weglässt von wegen, oh, guck mal, das ist Zelda. Nein, Zelda ist die Prinzessin. Ah, jeder weiß, wer jetzt Link ist. Also ich finde, es ist nicht mehr notwendig. Mein Spiel, für mein Spielgefühl ist es nicht abträglich, wenn er in der Textbox Link steht, anstelle von Bacon. Also, mein Gott. Ja, nicht wirklich. Ich nenne mich auch immer Link, weil ich keine Lust habe, da steht ja so eine Pummi. Du musst die Welt retten. Und ich denke mir so, das ist doch Link. Ja. Ich sehe das nur meiner. Also für mich gehört es irgendwo noch dazu, dass ich mich selber mit Link auch gut identifizieren kann. Und da gibt's halt Spiele wie, was ich in Twilight Princess, wo du halt irgendwie solche Fake-Emotionen in den Charakteren reingepresst hast, hat mir aber einfach nicht gefallen. Weil es mir dann auch irgendwo am Arsch vorbeiging, was dieser Ylia ist und was weiß ich. Ja. Und das war ich dann so erzwungen, das mag ich nicht. Ich möchte schon irgendwo auch die Möglichkeit haben, mich als Link zu fühlen. Und je mehr man mit dem Charakter macht, desto schwieriger ist das. Also gar nicht zu fühlen. Weil es wird ja nie Es geht ja. Mein Ocarina of Time, so wie es da ist, ist ja völlig in Ordnung. Es hat die Frage, wie weit man damit geht. Naja, gar nicht fühlen tut er ja auch nicht, weil selbst in Ocarina of Time gibt es irgendwie Momente, da hat er ein erschrockenes Licht. Ja, gut, das ist aber alles noch. Ist halt alles noch was weiß ich was. Also es gibt schon Reaktionen, die man jetzt. Ich sag ja nicht, dass er jetzt ein Eisblock sein soll. Ich sag ja nur, dass man. Ich fand es jetzt irgendwie blöd, wenn er jetzt wirklich anfängt, Bulle zu sprechen. Das finde ich komplett out of character für mich. Aber für mich war es immer ein Spieler, ich finde auch. Also, wobei man auch sagen muss, die sagen ja auch viele von wegen, Link hätte ja. Man müsste sich die Stimme von Link selber vorstellen. Das finde ich aber eigentlich auch Blödsinn, weil du hörst Link ja im Spiel, wenn er schreit. Oder wenn er Schaden nimmt und so weiter. Du hörst ja, du kannst dir ja grob vorstellen, wie seine Stimme klingt. Ich meine, ja, du hast nicht definitiv die eine Stimme dann, weil es halt nur Laute sind und keine normale Sprache. Aber also ich finde auch, dass die Ausflüchte von Aonuma da so ein bisschen hinken. Ne? Oder von Miyamoto, wie auch immer was von den beiden gesagt hat. Ich glaube, damals hat es noch Miyamoto gesagt, aber jetzt hat er ja mit der Reihe nichts mehr so zu tun. Naja, seit wann hat Aonuma eigentlich so die alleinige Herrschaft über Zelda? In Breath of the Wild hat er die auf jeden Fall. Ja, da schon, aber er hat ja auch irgendwann generell angefangen, das Zepter zu übernehmen. Ich glaube, das war so mit Twilight Princess. Okay. War dann auch, müsste ich jetzt nachschauen, ich denke mal so um Twilight Princess herum war es. Ja, genau, okay. Das war so das Spiel, wo Miyamoto zwar auch immer noch mit, das war so der letzte Titel, wo Miyamoto auch noch mit aufgeräumt hat und als Produzent tätig war. Danach war eigentlich immer Aonuma der Produzent. Ja gut, okay, wenn wir jetzt mal von den Sounds, mir fällt gerade noch ein, wenn wir bei Sound sind, welches ist denn euer liebstes erlernbares Ocarina-Lied? Gott. Oh. Vogelscheuchenpolka. Du kannst ja machen, was du willst bei der Vogelscheuchenpolka. Da kannst du ja ausdenken, was du willst. Ja, eben, das ist halt die einzig richtige Antwort. Ich kann da mein eigenes Lied spielen. Ich hab da auch immer nur so unten. Wow, ich bin kreativ. die Hymne des Lichts? Ah, okay. Nee, ich mochte den Bolero. Des Feuers. Die Bolero des Feuers, ja, okay. Ich persönlich finde ja sehr cool, ich glaub, einfach die Hymne des Sturms. Babada, 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 babada. Oh, ja. Und gleich regnet. Gleich regnet es wieder. Ja. Du bist der Schuld. Ja, ich bin schuld, wenn es schlechtes Wetter ist, ja. Das wäre so auch mein Favorit, die Hymne des Sturms vermutlich. Ja, Hymne des Sturms. Ja, okay. Und auch generell diese ganzen Warp-Lieder, die sind alle eigentlich, also Bolero des Feuers auch und auch die Serie, wie heißt das? Requiem der Geister, das fand ich auch immer sehr schön. Mhm. Ja.
finde es auch cool. Mir fällt der Name jetzt nicht gerade nicht richtig ein. War das Nocturne des Schattens? Das, was dich zum Schattentempel bringt? Ja, irgendwie sowas. Das fand ich auch ganz cool, weil das irgendwie so wirklich so, das war so düster, unheilvoll, traurig, das Lied. So was genau, und dann hörst du im Hintergrund dann ganz leise noch die Geige und die Flöten einsteigen. Was da halt auch, ja, was halt so unheilvoll, ich sag mal, das klingt wirklich so unheilvoll und die anderen, die klingen halt einfach so positiv und ich finde, das Lied klingt einfach so negativ und das finde ich halt wiederum auch wieder cool, weil das ist ja das Lied für den Schattentempel und das passt dann halt auch, ne? Die sind irgendwie alle geil, ich kann die auch immer noch alle auswendig spielen auf dem Nintendo 64 Controller, weil ich es einfach so oft gespielt habe. Was ist denn, weil wir jetzt gerade auch schon bei den Dungeons waren, was ist denn euer Lieblingsdungeon, was ist denn euer Hass-Dungeon? Wassertempel ist der Hass-Dungeon. Der Hass-Dungeon, wir sind uns doch alle einig. Ja, ich denke auch, oder? In jedem Spiel immer der Wassertempel, irgendwie. Immer, ich verstehe auch bis heute nicht, wie Leute, die sich mit Game Design beschäftigen, so sagen, jo, wir haben jetzt hier irgendwie, hier haben wir ein geiles Level, da haben wir einen Tropendschungel, hier haben wir irgendwie so eine Felskluft. Was brauchen wir? Wir brauchen noch ein Wasserlevel, weil Wasserlevel sind immer scheiße und Wasserlevel haben immer anderes Gameplay und Wasserlevel mag keiner. Machen wir auch am besten 5 Wasserlevel. Ich verstehe das nicht. Ich hasse Wasserlevel in jedem Spiel. Die sind immer kacke. Ja? Nee, das würde ich nicht sagen, aber der von Ocarina of Time war einfach besonders abgefuckt, hatte ich das Gefühl. Weil das wäre halt auch wieder das, wo man den Wasserstand geändert hat und es sah einfach alles gleich aus und ich wusste nie, wo ich bin, obwohl ich die verkackte Karte hatte. Und ich habe auch immer zuerst den Kompass gefunden und nicht zuerst die Karte. Ja, und ich hatte beim Wassertempel irgendwann das Problem, das habe ich fast jedes Mal gehabt, dass ich rumgelaufen bin und mir hat ein Schlüssel gefehlt. Ich habe immer irgendwo einen Schlüssel hat mir gefehlt. Ich wette, du gehörst zu diesen Idioten, die immer behauptet haben, sie hätten einen Bug. Das Spiel lässt sich nicht lösen. Nein. Das ist ein Phänomen, das ist echt schlimm. Also es gibt so viele Leute, die das behauptet haben, was einfach nicht stimmt, weil sie einfach nur so blöd sind, diesen einen Schlüssel da. Meistens ist der, wo in der Mitte, wenn man den Wasserstand erhöht, da geht so ein Block hoch, neben den Stacheln. Da kann man noch, unter dem Block kann man noch in so einen extra Raum rein. Diesen einen Schlüssel übersieht irgendwie scheinbar jeder. Ja, ja. Und dann ist natürlich einfach mal, das eigene Spiel ist ein Klitsch. Oh, nein, ich habe den halt immer nur, ich habe nie behauptet, dass das Spiel kaputt ist. Ja, Ich wusste immer so von wegen, ja, du hast das jetzt schon, ich habe, also Ocarina of Time ist das Zelda, was ich am meisten durchgespielt habe. Ich glaube, bestimmt 7 oder 8 Mal habe ich das schon durchgespielt. Ja, ich glaube. Und ich sag mal, bei den ersten 5 Malen habe ich mir immer noch so gedacht, ja, du weißt jetzt, du hast den Wassertempel jetzt schon mal gemacht. Macht so, ja, du weißt, wie das geht, das läuft, ne? Du kommst hier locker durch und dann, wo ist dieser verfickte Schlüssel? Jedes Mal habe ich diesen einen Schlüssel gesucht. Jedes Mal ist mir derselbe Fehler wieder passiert. Ja gut, aber die haben hier zumindest den Wassertempel in der 3DS-Version haben sie den ja ein bisschen verbessert, indem sie einfach den Stockwerken andere Farben gegeben haben von den Steinen. Das hätte mir damals sehr geholfen. Ja, also das hilft wirklich. Du kannst dich damit wirklich besser orientieren. Ich glaube, für den Wassertempel hatte ich das Lösungsbuch gekauft, also den Spielverwalter. Ich glaube, wegen Lösungsbücher, damit sie Lösungsbücher verkaufen, haben sie den Wassertempel gemacht. Mit Sicherheit. Ja, ja klar, da haben die mit dem Marketing zusammengearbeitet, haben gesagt, wir müssen ein richtig schweres Dungeon machen in der Mitte des Spiels, damit die Leute dann auch noch sagen, nee, ich will das auch wirklich zu Ende spielen und nicht, ich höre einfach auf, ich habe keinen Bock mehr jetzt, ich will ja noch wissen, wie es weitergeht, ne? Deswegen, Wassertempel rein da. Was sich ja wirklich im 3DS-Remake da verbessert hat, dass man halt die Eisenstiefel auf eine Taste legen kann und dann nicht mal immer dieses, das ist das Einzige, was mich am Wassertempel immer gestört hat, dieses, ich muss Start drücken und dann auf L drücken, dann muss ich den scheiß blöden Stiefel wechseln. Das ging mir immer so auf den Sack, weil das muss man sehr, sehr oft machen in den Dungeon. Aber ansonsten fand ich den persönlich nie so schlimm, wie immer einige behaupten. Das fand ich jetzt auch nicht so schlimm mit den Stiefeln. Ich fand nur richtig nervig, ich kann mein Schwert nicht unter Wasser benutzen, aber den Enterhaken? Das habe ich auch nicht verstanden. Warum ist denn die Ballistik von diesem scheiß Enterhaken stärker als mein Schwertschwung? Oder warum funktioniert das? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Bau mir mal ein Handicap ein. Damit du das Dungeon-Item benutzen kannst die ganze Zeit. Ja, da gibt es auch ein lustiges Video von Game Theory, wo er mathematisch halt berechnet, wie viel Kraft in dem Greifhaken steckt und dass irgendwie, wenn Link den Greifhaken benutzt, dass er irgendwie seinen Arm abreißen müsste oder so. Das war auch ganz cool. Kann man sich mal angucken, wenn man da Bock drauf hat. Ja, aber TT, wenn du sagst, du fandest den Wassertempel nicht so schlimm, was ist denn dein Hass-Dungeon in Ocarina of Time? Oder hast du überhaupt eins? Boah, vermutlich weniger. Also ich immer, als Kind habe ich glaube immer so eher den Brunnen gehasst. War für mich immer so einer der absoluten Schreckmomente war, wo ich das allererste Mal so mit
Das waren mit 11, 12 Jahren. Kann oh ich ja, ich glaube, dass du worauf du hinaus willst. Oh Gott. Da in dieses Königsgrab rein bin und ja, gedacht hat, das sind lustige Personen, mit denen ich sprechen kann. Boah, das ist auch echt. Dann erstmal mit einer netten Umarmung begrüßt wurde. Das war für mich so ein Schock, ich wollte da gar nicht mehr rein. Und da habe ich natürlich immer diese Hymne der Sonne verpasst, mit der man diese Zombies am besten bekämpfen kann. Und ja, das war halt, ich habe diese Viecher gehasst. Und da hast du halt so einen ganzen Dungeon, wo du als Kind nochmal rein musst. Du hast überall diese Viecher. Ach, das waren. Ich auch, vor den Zombies hatte ich immer Schiss in Ocarina of Time, weil die laufen noch rum. Und dann kommst du dann. Du kannst dich nicht bewegen dann. Und dann, fuck, beweg dich, oh mein Gott, er nagt an meinem Gehirn. Das war echt schlimm, ey. Und dann dieses ekelhafte Geräusch, wenn die dich haben, ne, so. Ja, das Naschen, die Gibbos, ne, die waren super. du kriegst halt wirklich mit, dass sie jetzt an deinem Kopf manchen, so, und das ist, boah. Aber ja, was DT, glaube ich, oder ich dachte, du wolltest darauf hinaus, wo du das sagst, wo du runtergehst in den Brunnen, und dann ja, der Mini-Boss, damit du das Auge der Wahrheit kriegst, ist denn ja dieser Hirnfresser. Und ich war komplett als Kind, nope. Ich glaube, ich hab da das erste Mal, ich glaube, das war das erste Mal in meinem gesamten Leben, dass ich das Spiel einfach ausgemacht habe, weil ich Angst hatte. Echt? Der Hirnfresser. Bei dem Hirnfresser, dem weniger, Großen, der dann noch diese Hände hat. Da war für mich weniger ein Problem, als mir, dass du halt diese Zombies so hast. Du bist schon in den Brunnen reingegangen und hast schon dieses Krölen der Zombies und dieses. Ich kann es gar nicht nachmachen, du kannst das vielleicht besser, aber du hast schon dieses Geräusch. Ich war schon, nein, danke, nicht diese Scheißviecher bitte. Ja, das ist krass, ey. Ja, ich hatte auch am meisten vor den Zombies Angst. Die waren echt das Allerschlimmste. Ja. Dungeon war auch gruselig im Brunnen. Das war also generell auch der Schattentempel, also der war auch, da hast du ja auch lauter Zombies und Skelette und Stufflos und sowas. Das war ja, die fand ich eigentlich immer ziemlich geil, besonders diese, im Schattentempel gab es auch irgendwann diese Stelle, da kam dieses Schiff runtergeplumpst und da musstest du auf dem Schiff da, was da lang tuckerte, gegen diese Knochentypen kämpfen. Das fand ich auch immer ziemlich cool. Wir haben in Europa ja noch Glück gehabt mit dem Tempel, die japanische Version ist ja unzensiert. Die haben ja das ganze Blut von den Wänden bei uns weggemacht. Das ist ja, leider. Finde ich auch richtig schwach. Ich finde das so kacke. Ich hätte gern Blut sowas an den Wänden gehabt. Alles ist so, sieht so nach Folterkammer aus, aber kein Blut. Ja, deshalb. Die Originalvariante ist ja halt so richtig schön. Blut am Boden, Blut an den Wänden. Also wirklich so auf horrormäßig. Oder du fragst dich dann, was zur Hölle haben sie hier gemacht? Wen haben sie da abgeschlachtet? Ja, bei uns ist so, auch schön, da ist eine Guillotine, da ist das, dann ein paar Zombies. Gut, als Kind hat man natürlich Angst, aber es kommt halt nicht so rüber, wie wenn man da überall alles Blut an den Wänden dann natürlich klebt, ne? Ja klar, das verstärkt den Effekt nochmal, ne? Dann weiß man halt, ich meine, wenn man sich halt auch nicht mit der Story, wenn man nicht richtig liest und aufpasst, was einem über den Schattentempel erzählt wird, dann weiß man ja auch nicht, dass das so, ja, ich sag mal, das private kleine Guantanamo Bay in Hyrule war, so vom König, für seine Feinde, ne? Und ja, also das dieses Thema Folterkammer, Verlies, Gefängnis, hast du nicht gesehen, das wird dadurch ja, also ich finde, wenn du so Blut und sowas an den Wänden hast, halt krass verstärkt. Ja, alleine der Boss hier, Bongo Bongo im Schattentempel, der war auch. Bongo Bongo, Bongo Bongo. Am schlimmsten war trotzdem immer noch der Wurm im Wassertempel da, dieses komische Wasserwurm-Jelly-Viech. Das fandst du so scheiße? Das fand ich mega scheiße. Also mal zu dem Blut, das ist doch eigentlich da, auch in der deutschen Version, oder? So, ja, ist es da. So, aber beim 3DS haben nicht mehr. Im 3DS haben sie es dann so. Beim 3DS ist es nicht mehr da. Ich dachte, das meinte er. Nee, ich glaube, er meinte jetzt im Vergleich zur japanischen Version. Ach so, also bei der deutschen ist es da. In der deutschen ist es da, original. Aber halt in der 3DS-Version. Ich erinnere mich, ich wusste nur, es war irgendwo rausgenommen worden mal dann. Ja, in der 3DS-Version. In der 3DS-Version ist es zwar noch drin, aber nur es ist halt sehr stark eingetrocknetes Dunkles. Man sitzt dann nicht mehr so wirklich. Also es ist noch so ein bisschen schemenhaft teilweise. Ja, okay. Finde ich dann aber teilweise noch realistischer, als wenn du irgendwie komplett frisches Blut hast, wo du dich dann fragst. Ja, wer weiß, du kannst ja nicht genau wissen, wann das letzte Mal einer gefoltert wurde. Finde ich ja, aber auch. Der Eindruck macht der Tempel ja nicht. Das ist ja eher so wie so ein, okay, da wurden vielleicht mal vor 100 Jahren Leute da pro Tag gefoltert oder sowas. Oder vor vielen Jahren, aber nicht irgendwie vor 5 Minuten wurde da einer abgeschlachtet. Das passt da irgendwie nicht so ganz. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das stimmt auch wieder. Und du hast das Ding ja erst geöffnet, wo du da rein bist. Ich meine, der war ja vorher verschlossen. Aber das Nervigste Tempel an diesem Tempel, die Hände, die von der Decke fallen. Das ist auch so richtiges Nightmare-Fuel, ne? Die Wallmaster. Ja. Mhm. Gut, die hasse ich ja in jedem Teller-Spiel, wo sie vorkommen. Ja, ich hasse sie auch einfach. Und immer irgendwann erwischt mich einfach eine. Ich weiß nicht, ich denke mal, so viel bewegen wie möglich und dann. Du hörst dann immer schon die von oben, dieses.
in die ja, dann kommen, dann schnappen sie mit Größe. Ja. Ja, ja. Ja, bei Ocarina of Time sind die ja zum ersten Mal im Waldtempel dann aufgetaucht. Richtig. Mhm, genau, da gab es zuerst im Waldtempel. Ja. Aber da gab es, glaube ich, nur ein oder zwei und im Schattentempel waren, glaube ich, viel mehr. Ja, weil da passt es ja auch. Ja, da klar, da passt es ja auf jeden Fall halt auch, ne? Thematisch auch zu Bongo Bongo und so. Okay, also mein, also okay, Wassertempel, was ist denn, andersrum gefragt, was ist denn euer Lieblingsdungeon? Der Geister- oder Wüstentempel? Waldtempel. Eindeutig Waldtempel. Die Musik im Hintergrund war genial. Allein auch das Setting mit dem Grün. Oh, schön. Ich glaube tatsächlich, ich muss mal überlegen, Alter. Aber im Waldtempel finde ich irgendwie den Boss so billig. Das fand ich immer so einfach. Ich fand den Hammer schwer, Alter. Doch, ich glaube auch Waldtempel. Ich fand den Waldtempel schwer, weil das ist das erste Mal, dass du da Pfeil und Bogen kriegst. Du kriegst den da ja erst in dem Dings. Obwohl ja. Du es vorher schon die Zwille hattest. Die Zwille, da war die, weil die ja sowieso nicht auf so eine ja, lange Distanz meistens funktioniert. Die ist ja, die hat ja nicht ganz so viel Reichweite. Und ich habe die immer nur Z mit Z anvisiert und geschossen. Peng. Aber und da, als Erwachsener war die nicht benutzbar. Richtig. Nee, das stimmt. Und du hattest da halt den Bogen. Und aber du warst auch bei dem Bogen, bei dem Bossfight gegen diesen Schattengönnern. Da warst du ja darauf angewiesen, wirklich in der Ego-Perspektive zu gucken, aus welchem Bild kommt er jetzt. Du konntest ja jetzt nicht einfach warten, den PZ anvisieren und abschießen. Das ging ja nicht. Da musstest du ja wirklich gucken, wo kommt er jetzt. Und das hat mich, das war damals schwer. Weil das war halt auch cool. So das erste Mal die Erfahrung, dass du irgendwas in der Ego-Perspektive mit dem Controller steuern musstest, für mich. Und von daher, aber ja, doch Schattentempel, sag ich schon, Waldtempel ist für mich, glaube ich, auch der coolste Tempel oder das coolste Dungeon in Ocarina of Time. Also ich mag ja so gerne den Geistertempel, weil man einfach als Kind und als Erwachsener dahin muss. Und das finde ich richtig geil. Ich finde, das hätte man öfter in dem Spiel machen können. Ja. Ja, finde ich auch. Das stimmt. Das hätten sie natürlich, also man weiß natürlich nicht, was während der Entwicklungszeit so passiert ist und so, aber ich glaube, ich hatte auch mal gehört, dass die eigentlich in Ocarina of Time, gerade was dieses Zeitreisenthema betrifft, noch viel mehr noch machen wollten. Ist dann aber technisch halt nicht umsetzbar war. Ja, ich habe mal gehört, das sollte auch Link als alten Mann geben und oder sowas. Habe ich früher mal ein Club Nintendo-Heft gelesen, bin ich mal ein. Ja. Nur ich das wäre richtig mich, geil gewesen. Weil wenn man so drüber nachdenkt, ja okay, du bist halt 7 Jahre in der Zukunft und das heißt, Ganondorf hat jetzt hier Wilde Sau gespielt und du siehst halt auch, Hyrule-Stadt ist im Arsch, aber dem Rest hat sich ja eigentlich nicht viel getan. So alleine schon, es gibt ja noch nicht mal irgendwie großartig, dass sich die Vegetation, die Bäume irgendwie verändert haben oder so oder irgendwas. Keine Ahnung, könntest du sagen, da steht jetzt ein anderer Baum. In 7 Jahren ist der Baum größer geworden oder so. Gibt's ja alles nicht. Mhm. Aber ich glaube, das war halt alles geplant, konnten es dann aber nicht so richtig umsetzen, weil sie, glaube ich, auch an Speicherplatzprobleme getroffen sind, weil auf dem Modul einfach irgendwann nicht so viel Platz war. Weil wenn du dann das wirklich eine komplett andere Karte nochmal für den Erwachsenen-Link gehabt hättest, hätte das, glaube ich, das Modul gesprengt. Das ging, glaube ich, nicht. Ich glaube, geplant war es, als noch das Disk Drive ja im Petto war. Ja, das kann auch sein, dass sie das damit noch irgendwie in der Hinterhand hatten oder so. Ich weiß es nicht. Mag sein. Was ist denn euer Lieblingsboss? Oh. Lieblingsboss ist Gott. Also meiner ist definitiv am Ende Ganondorf. Das ist ja, ich denke auch, das macht einfach richtig Spaß mit dem Hin- und Herschießen. Ne? Generell alles, was mit dem der gesamte Boss geht, der ist sowas von epic, Alter. Wenn du bist in dem Schloss, kämpfst dich da durch und du weißt ganz genau, es geht zu dem letzten Showdown gegen Ganondorf. Und du gehst dann da diese Wendeltreppe hoch und du hörst halt, die Musik wird immer lauter, langsam und lauter. Diese Orgelmusik, die sowieso schon total unheilvoll und krass ist. Denkst dir, oh, was ist jetzt los? Dann kommst du da durch und dann siehst du halt, dass Ganondorf selber da sitzt und selber diese Orgelmusik spielt. Und das ist, boah, das war für mich so krass. Ich dachte, boah, das war so richtig so, ich habe jetzt die Hosen geschissen vorher, ich muss gegen ihn kämpfen. Aber ich pack das irgendwie, weil ich habe vorher auch alles gepackt. So. Das war, boah, so spannend, so gut, ey. Und dann hast du halt Energieball-Tennis mit ihm gespielt. Ja, und auch richtig geil, halt, man dachte ja, danach ist es vorbei und dann muss man noch aus dem Schloss, was einstürzt, fliehen. Boah, da habe ich auch immer gedacht, boah, nee, jetzt kommen mir wieder diese scheiß Ritter entgegen, weil ich habe ja Zeitlimits immer gehasst, eigentlich, ja. Grundsätzlich. Auch bei FF8, da gab es auch immer nur Zeitlimits, boah. Das hat mich immer sehr unter Druck gesetzt. Ja, und dann ja im finalen Kampf verliert man einfach mal sein Schwert. Ja. Richtig geil. Man denkt sich erst so, fuck, womit kämpfe ich denn jetzt? Ja, ich habe dann einfach den Stahlhammer genommen, glaube ich. Ja, jeder hat den Stahlhammer genommen. Hoffe ich, glaube ich. Ich glaube, ich hatte das Bigoronenschwert zu dem Zeitpunkt. Ja, eins von beiden. Kann man
macht sich beides cool. Aber ja, stimmt, das ist schon, also ich generell finde ich den Endkampf in Ocarina of Time so gut und so gut inszeniert für die Zeit. Das sieht doch einfach total gruselig aus, wenn du denkst, okay, der ist jetzt tot und dann steht er aber nochmal auf. Alles dunkel, seine Augen leuchten, du hörst ihn nur da total schwer atmen. Dann verwandelt er sich nochmal in das riesige Ganon-Schwein. Ich denke mir, what the fuck? Ja. Ja, da, also war, glaube ich, da ist seine erste Verwandlung ja dann gewesen in Ganon, wo er dann da bekam. Richtig, deswegen ist Ocarina of Time ja auch von, wenn man sich die offizielle Zelda-Timeline anguckt, tatsächlich, ich würde mal sagen, so das wichtigste Zelda, weil am Spaltpunkt eigentlich alles von Ocarina of Time, ja, Ocarina of Time ist der Dreh- und Wendepunkt. Es gibt zwar jetzt noch Teile, die davor sind, aber trotzdem ist Ocarina of Time für das gesamte Zelda-Ding halt das Wichtigste, weil damit alles so eigentlich von dem modernen Zelda, wie man es kennt, immer wieder die wiederkehrende Thematik mit Ganondorf und Zelda und so weiter, da nimmt irgendwie alles so seinen richtigen Ursprung. Und so wie ich was kenne. Und ja, deswegen, ja. Ist richtig. Habt ihr jetzt sonst noch irgendwie so einen Lieblingsboss oder so, außer Ganondorf? Ich kann ja sagen, was mein Hassboss ist. Und zwar ja. Bongo Bongo, das Mistvieh. Es gibt ja in Ocarina of Time 3D, gibt es ja diesen Bosskampfmodus, wo du dann in der Masterquest-Version noch bloß 3 Herzen hast oder so. Hm. Und ich kann eigentlich alle Bossgegner relativ unbeschadet überstehen. Also wir haben immer so einen gewissen Ablauf, und wenn du den erstmal kannst, dann ist alles gut. Nur bei Bongo Bongo, der ist halt einfach so scheiße mit seinen Händen. Wenn er sich einmal erwischt und einmal greift, dann bist du tot. Das ist halt einfach nervig. Ich hasse das Vieh. Ja. Weil es halt auch, der häufig da an zu trommeln, dann musst du halt versuchen zu zielen gleichzeitig mit den Pfeilen und die Hände zu erwischen, und wenn du nicht schnell genug bist. Und dann mal, wenn man die Kamera, also kriegst du nicht anvisiert manchmal. Das ist richtig nervig. Hm. Ja. Also ich weiß, mein absoluter Hassboss ist, glaube ich, aus Ocarina of Time, weil ich hier einfach das Ding, ich find's einfach hässlich, ich find's dumm, ich fand den Kampf auch nicht spannend. Es ist einfach diese scheiß Qualle im Bauch von Yabu Yabu. Ich fand das Ding einfach nur so Nutz. Ich weiß nicht. Also ich fand, da hat's. Oh, aber der Dungeon an sich, den fand ich mir richtig ekelhaft. Ich bin immer gedacht, ich gehe durch die Gedärme von irgendeinem Scheißvieh und dann kommt da so. Ich kann auch immer diese ekelhaften Flatschgeräusche und diese Matschgeräusche, dann, wenn sich die Tür geöffnet hat oder. Bam. Ja. Aber wie clever einfach, so einen Dungeon zu machen in dem Spiel. Ja, ja, eigentlich schon. Ich fand das immer total cool, dieses. Und die beste war sowieso Prinzessin Ruto. Das ist so eine blöde Fotze, ne? Link, ich bin zu faul, trag mich mal. Aber Link, später war die doch eine ganz süße eigentlich. Mann, ich stand, glaube ich, eigentlich nur beim Verlocken. Ja. Aber der Dungeon war ja auch so interessant, weil du das Bauchsetting hattest und dann. Gut, es war ein bisschen creepy mit den Tentakeln, aber wenn du dir dann die Master-Quest-Variante angeguckt hast, ich meine, wer kommt denn bitte schon auf die Idee, eine Kuh mitten in eine Bauchwand reinzusetzen? Also, ja, das stimmt. Das war dann eher das Seltsame an dem Dungeon, dass die Kuh wirklich so einfach mitten in dieser Magenwand drin saß und du denkst... Ja, vor allem, die haben noch gelebt. Ja, denen ging's gut, den Kühen. Ja. Also da haben wir... Der nächste Dungeon war tatsächlich dieser Eis-Dungeon. Oh. Ja, das war ein Mini-Dungeon. Das ist ja kein großer, würde ich sagen. Ja, ich weiß trotzdem der nervigste Mini-Dungeon ever. Mit dem Eis, ja, stimmt. Wurde ich bin da immer nur durch die Gegend gerutscht von irgendwelchen komischen Stalaktiten, Mieten oder wie die auch immer heißen, erstochen worden. Boah, nee. Der also ist auch diese extrem nervig, die ankommen. In der Master-Quest-Version ist der immer super nervig, weil du über sich rollenden Felsen noch hast. Und den du nur sehr schwer vorbeikommst. Also du wirst einmal von Felsen zermatscht und dann noch da kommen noch diese Eiszapfen auf dich runter und tralala. Also das nervt da wirklich. Und diese Monster, die er mit ihrem Hauch eineisen, also die finde ich auch mal ganz. Ja, ja. Stimmt. Die habe ich ganz steht vergessen. Steht man da und denkt so, ja, jetzt kann ich zugucken. Ich sterbe und alles. Ich sterbe. Ich kann nichts mehr tun. Jupp, ich bin jetzt tot. Okay. Okay, ja. Ich weiß nicht, habt ihr noch, unabhängig davon von einem Boss oder unabhängig davon von einem Dungeon generell einfach, habt ihr irgendwie einen besonderen Moment, wo ihr sagt, boah, das ist mein Lieblingsmoment mit in dem Spiel oder das ist extrem krass gewesen, das war extrem geil? Epona, eindeutig, wo man Epona kriegt. Erzähl das. Ja. Der hatte ich gerade auch im Hinterkopf, aber erzähl mal. Ja, weil du als kleiner Link kommst du ja dann, wenn du dir die Mitte dann natürlich anguckst, kommst du auf die Lon-Lon-Farm. Dann hat das Pferd ja erstmal Angst vor dir. Also nachdem du natürlich die Quests in Hyrule Schloss abgeschlossen hast. Dann lernst du halt ja Eponas Song
spielst es und das Pferd liebt dich dann einfach. Dann denkst du, oh, ich will es haben. Aber du konntest ja schon als kleiner Junge nicht auf dem Pferd reiten. Gut, dann spielst du das Spiel ja so lange weiter, dass du nach dem Waldtempel dann wieder hin und her switchen kannst und kannst auch dann auf die London Farm gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, man konnte sogar vorm Waldtempel schon holen. Ja, kannst Ja, du. ist einer der ersten Sachen, die du machen kannst im Genau. Spiel, also als Ja, Erwachsener. aber egal, du bist erwachsen, du gehst dahin, machst dann das Rennen, gewinnst es und dann sperrt dich Basel ja gleich auf der Ranch ein und sagt, ja, das Pferd gehört dir, aber du darfst die Ranch nicht verlassen. Da denkst du dir so, Ja, der okay. blöde Sack, der, ey. Ja, man kann auch sagen, Luigi in Böse sozusagen. Ja, der scheiß, Ja! so ein richtiger Bauer, ey. Ja, aber alleine dann auch dieser Moment, wo du denkst, okay, jetzt hast du ein Pferd, du kommst nicht mehr raus und dann merkst du, okay, an den Wänden sind ja so diese Zäune, ja, probierst du mal dagegen zu laufen und dann springt Epona über diesen Zaun, über diese hohe Klippe, wenn man es ja dann so will, und landet dann in der hylianischen Steppe, macht dann einmal dieses Wiehern und dann gehört es wirklich dir und du kannst durch die ganze Map, also praktisch durch die ganze Map mit dem Pferd dann reiten. Das war der Hammer damals. Ich habe witzigerweise lange Zeit nie gewusst, dass man über diese Zäune springen kann. Ich bin nur direkt über den Zaun, den Ingo selber zumacht. Da bin ich mal einfach drüber gesprungen. Da hast du auch so eine Sequenz, wo so ein, bei einem Haus da so Ah, über okay. die Felswand springt. Aber dass man diese anderen Zäune springen kann, das habe ich erst viel später rausgefunden. Das war wirklich so, okay, das geht auch, wusste ich gar nicht. Ja, ich habe das zum Beispiel mit dem Haupttor nicht gewusst. Müsste ich nochmal machen, jetzt, wenn ich es nochmal spiele. Hier ist auch mal ein Nee, guter das Grund, habe ich das auch nochmal nicht gewusst. durchzuspielen. Ja, das ist ein guter Grund. Das stimmt. Habt ihr noch einen besonderen Moment, CT und Pummi? Ja, also einmal fand ich sowieso, also ich fand irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mich irgendwie immer als Kind besonders beeindruckt, wo man halt das erste Mal so Ganondorf sieht. So, Zelda reitet mit Impa auf dem Pferd weg und auf einmal kommt der da auch raus und der guckt dich an als kleiner Pimpf und denkst dir so, fuck, scheiße. Wirklich. Das habe ich so gedacht, das war irgendwie für mich so, man sieht das erste Mal den Bösewicht. So. Und Ja. dann, und natürlich eigentlich noch viel cooler, die Enthüllung von Sheik. Oh ja, stimmt. Das war damals auch. Das habe ich halt damals überhaupt nicht kommen sehen. Und mein Mind, obwohl es komplett offensichtlich ist, aber mein Mind war da auch komplett geblowt, Alter. Oh ja, auf jeden Fall. Die Szene fand ich immer total geil. Ich dachte so, du bist die ganze Zeit da, ich hab dich gesucht. Wieso hast du nichts gesagt, du doofe Kuh? Ja, wirklich. Ja, das stimmt, ja. Also das war damals auch echt extrem cool, wo sie dann auf einmal Ski kommt und sich enthüllt und sagt, ja, ich bin eigentlich Prinzessin Zelda. Und ich habe Und dich dann die ganze sofort Zeit. weggesnickt wird. Genau, und dann weggeschnappt wird direkt, ja. Ja, ist richtig. Aber da auch sehr schön, dass sie das da, ich glaube, in Ocarina, ja, direkt von Ocarina of Time auch in Bezug nehmend auf A Link to the Past, Ganondorf sie in einen komischen Kristall-Dingensbums einschließt und Ja. wegentführt. Also wie das halt bei A Link to the Past mit den ganzen weisen Kindern, mit den ganzen Nachfahren der Weisen war. So. War ja genauso. Ja. Was ich noch verdammt ein cooler Moment fand bei Ocarina of Time, generell, wenn du da hinkommst, du weißt halt, okay, du sollst irgendwie diese drei Kristalle sammeln, um halt den Weg zum Masterschwert zu öffnen. Und dann gehst du halt hin und dann ziehst du das erste Mal das Masterschwert. Du siehst es, es steht da, es sieht auch so schön aus, in dieser hässlichen Grafik tatsächlich, dass du da reinkommst in diese Kirche und dann hast du da am Ende halt dieses große, diesen Turm und da von oben läuft ein Fenster und dann das Licht, das fällt runter auf das Schwert und es steht da, es sieht einfach episch aus und du ziehst es raus und auf einmal denke ich mir schon so, also wenn ich das Schwert jetzt benutzen soll, dann passt das irgendwie nicht so von der Größe. Und auf einmal blub und du bist erwachsen und denkst dir, what the fuck, wenn du es vorher nicht wusstest halt. Ja, Ich das habe das, stimmt. ich habe halt damals, als ich Ocarina of Time bekommen habe, ich hatte halt null Vorwissen. Ich wusste halt nur, Zelda in 3D, geil, willst du haben. Und das war halt auch, obwohl man das ja irgendwie in Werbung und so weiter, in Werbespots mal gesehen hat, dann trotzdem, dass der Link als Erwachsener rumläuft. Aber trotzdem, Oder auf der für mich, Verpackung hinten drauf. siehst du es eigentlich ja Ja, auch, ja eben, aber wenn trotzdem, man das sich da hat. nicht gespoilert hat, dann hätte man auch denken können. Und jetzt, 10 Jahre später, bam, passiert das und Und plötzlich als bist du Kind groß bist du ja oder auch ein bisschen sowas. naiv einfach so und dumm, weißt du, da, also ich zumindest. Also von daher, ja,
Also das hat aber mich damals auch total krass gepackt, dass ich denke, boah, krass, ich bin jetzt hier voll groß und stark und yeah. Ja. Jetzt geht das Abenteuer los. Jetzt geht das Abenteuer nochmal erst recht los, ne? Oder auch solche Sachen wie das erste Mal, wenn du über die Hyjanische Steppe rennst und es wird Nacht und du denkst dir so, okay, gleich habe ich es geschafft, gleich habe ich es geschafft, gleich bin ich beim Schloss. Auf einmal geht der Mond auf, du hörst die Wölfe heulen. Und auf einmal ist Nacht und auf einmal kommen Skelette und das Tor geht hoch. Ihr Wichser, lass mich rein, die sind überall Monster. Haben die Skelette nicht nur, wenn man klein war? Ja, die kam nur, wenn man Nee. klein war. Doch. Ja, aber Das ist mal da. Zitter, Nur wenn du klein bist, geht ja auch die Brücke hoch. Ach, Richtig, stimmt, oder nicht? ja. Ja, weil sonst lebt da ja später keiner mehr. Ja, Ich ein hatte paar es jetzt so Zombies. verstanden, dass du davon erzählt hast, als du groß warst und dann durch die Hyjanische Steppe gelaufen Nee, bist. Sorry. Das war auch so. Oder was verdammt. Oder ein Charakter, den wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, aber der bei jedem sehr, sehr im Gedächtnis ist wahrscheinlich, ist der gute Herr Unru oder Uru, wie heißt er nochmal? Die Eule. Gebora, Gebora. Ah, genau, wieso komme ich denn gerade auf Unru? Die war Keine Ahnung. so Gebora, Gebora. sinnlos. Die war Dieser so blöde nervig. Assi. Ich erzähle dir jetzt gefühlt 5 Stunden, was du machen musst. Hast du das verstanden? Nein, ich Und wenn du erzähle dann es dir aus Versehen dich nochmal. verdrückst, dann viel Spaß. Ja, und man hat Ey. immer aus Versehen Nein geklickt, und dann hat man die Scheiße nochmal anhören muss. Und nochmal. Ich dachte mir so, oh Ja. nee, Puppi, jetzt pass auf. Klick den richtigen Knopf. Ja, nicht nochmal. Es war auch irgendwann so, dass ich ihn habe schon sitzen sehen, zum Beispiel beim, ich glaube, beim Hylia-See, wenn du kommst, und du siehst ihn von Ja. Weitem schon sitzen. Ich dachte mir so, ich will da nicht hingehen, er labert mir Können wieder wir eine Klinke ans zurückgehen? Bein. Ich gehe erstmal woanders hin. Da kann man fischen, habe ich gehört. Ja, und man will da halt einfach, also ich wollte da einfach nicht hin, weil er mir auf den Sack gegangen ist, Und dann einfach. diese nervige, dumme Eulenmusik und immer hat sie ihren behinderten Kopf so um 90 Grad gedreht. Mit hast du verstanden? Ich habe zwei Gesichter. No. Wobei, das finde ich cool im Design her. Du weißt halt nicht so richtig, welches Gesicht sein richtiges Gesicht ist, weil je nachdem, wie er seinen Kopf halt dreht, hat er ja wieder irgendwie ein anderes Gesicht. Also, es ist ja mit Absicht so, dass oben unten und unten oben sein kann. Ja. Ja, wer weiß. Je nachdem, wie seine Eulenart dann Was normalerweise war hat, eigentlich vielleicht. der Sinn von dieser Eule? Die war doch später ja niemals mehr wichtig. Wo kamen die her? Was Naja. waren ihre Intentionen? Nee, der war quasi von, ich glaube, von Rauru, weil dazu halt so ein Homie. Und der Nee, hat die es halt. ist quasi die Oder? Verkörperung von Oder die Rauru. So Verkörperung eine von Rauru, ja. Ja, eine Eule. der hat dir halt geholfen, ne? Und hat ihm gesagt, ja, geh mal dahin. Ja, geh mal dahin. Ja, cool. War's eigentlich. Der ist halt dein Reiseführer, wenn du so willst. Also, dass es die Verkörperung von diesem alten Sack sein soll, das ist auf jeden Fall nicht zu mir durchgedrungen. Das steht irgendwo auf dem Mythenstein im Spiel. Also generell viele so geheime Infos, sag ich mal so, im Spiel, die findet man eigentlich nur raus, wenn man diese ganzen Mythensteine liest. Zum Beispiel, sich die Gerudos eigentlich fortpflanzen oder sowas. Das erfährt man alles, wenn man da mal. Haben die nicht Männer Also entführt oder das so? genau, die Wollte haben gerade sich da sagen, einfach ja, ne? Männer aus Heirestadt da entführt und so. Also es steht eben alles auf diesen Mythensteinen, diese ganzen tollen, netten Side-Infos. Also gibt Schlimmeres, ne? Ja. Wirst du halt von so ein paar Gerudo-Frauen da entführt und dann sagen sie, Zeit für Snoo-Snoo. Und dann, ja. durch Was haben Snoo-Snoo. die danach mit denen gemacht? Haben die danach umgebracht? Diese Information ist nicht bekannt. Aber Tod durch Snoo-Snoo. Wenn du Futurama kennst, dann weißt du, was passiert. Ich habe es leider nicht gesehen. Nein, ach, bei Futurama gibt es halt eine Folge. Da sind sie auf so einem Planeten, wo es halt auch so, nur so riesige Amazonenkriegerinnen Gott. gibt. Und dann sagen die halt, da sind halt Männer da und Männer dürfen da halt nichts und die machen irgendwas Doofes, was denen nicht gefällt. Und dann sagen die, okay, ihr kriegt Tod durch Snoo-Snoo. Dann sagen die, was, oh mein Gott, da haben sie Schiss. Und dann kriegen sie irgendwann raus, dass Snoo-Snoo Sex heißt. So, und Tod durch Snoo-Snoo. Und dann müssen sie zu dritt irgendwie den gesamten Amazonenplaneten durchbämseln. Und die Intention ist, dass sie dann irgendwann an Erschöpfung sterben. Aber sie schaffen es irgendwie und haben alle nur ein gebrochenes Becken. Aber es ist halt total dumm, aber es ist halt Futurama, ne? Die Referenz war irgendwo cooler, bevor er die erklärt hat. Ja, Entschuldigung. Aber wenn ich es halt wusste. Der und Garnendorf kommen ja auch aus dem Ja, Tal. Ganondorf ist ein Gerudo. Und das Ding ist ja, das Besondere bei Ganondorf ist ja, dass, glaube ich, nur alle 100 Jahre ein männlicher Gerudo geboren wird, der dann halt sofort zum König gemacht wird. Ne? Und ja, anscheinend ist das immer Ganondorf. Die Kämpfe gegen diese Gerudo-Schnicksen fand ich auch mal ziemlich cool. Ja, das stimmt.
Ich finde auch ein ganz nettes Easter Egg. Ich glaube auch, das ist nur in der europäischen Version. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, dass die Zimmermänner, die du rettest bei den in der Guru-Festung, dass sie die Namen der Beatles haben. Ja, es ist nur in der deutschen Version. In der deutschen sogar noch. Die haben die Namen der Beatles, ja. Ja, muss man darauf achten. Das ist ganz cool eigentlich. Und Ich diese finde das generell cool, Übersetzungen. dass das Zelda-Lokalisierungsteam, ich glaube, das hatten wir ja auch schon angesprochen bei Link's Awakening, dass das deutsche Lokalisierungsteam halt immer sich so Späße damit anscheinend, oder zumindest das frühere alte deutsche Lokalisierungsteam Ja, sich immer Späße damit gemacht hat. der gute Claude im Mois. Ja, gib mir deinen Saft. Genau. Richtig. Gib mir deinen Saft, genau. Oder halt Ja, woher war denn Gib mir deinen Saft? Naja, von A Link to the Past, Link to Links the Past, Awakenings. Hatten wir Link's Awakening. sogar beim letzten Podcast mit dabei, bilde ich mir ein. Ah, okay, Kann sagen, ich stimmt. glaube schon. Naja, du musst halt dieses Zauberpuder auf diese Schleimis da Diese Penisse. machen. Ja, genau, Penisse, dann sehen sie genau. aus wie Dann sagt er, Penisse. nie ohne Kondom, gib mir deinen Saft, dann gebe ich dir meinen. Ja. aber was ich sagen wollte eigentlich, wenn du mit der Fuchsmaske zu Prinzessin Zelda als Kind gehst, wo du sie ja im Schlossgarten, wo sie da Ganondorf beobachtet, wenn du sie dann mit der Maske auf ansprichst, dann denkt sie, du bist halt ein Pikachu und sagt, hey, bist du nicht eins von diesen süßen kleinen Taschenmonstern? Oh, wie Ja, das gibt es, glaube ich, aber auch nur in der deutschen Version zum Beispiel wieder. Ja, generell, sie reagiert ja auf jede Maske unterschiedlich. Zum Beispiel die Hasenohren findet sie total verstörend. Also, warum hast du vier Ohren? Was soll das? Dann, oder diese Totenmaske, diese Geistermaske, die findet sie irgendwie total lustig und drollig. Also, irgendwie total verkehrte Welt mit ihr. Ja, das ist halt professionell. Was auch Ja, weiß der ja. Geil, was mit ihr geht, so. Komisches Mädchen. Sehr komisches Isoliert im Mädchen. Schloss groß geworden wird. Was willst du machen? Oh, das finde ich auch ganz cool. Ich finde auch, gerade wenn ihr sagt Schloss, ich finde, es ist bemerkenswert, wie viel auch coole Abwechslung einfach Ocarina of Time bietet. Weil du hast halt dann in dem Schloss hast du auf einmal voll den Abschnitt, der komplett auf Stealth ausgelegt ist. Du musst dann ja, darfst dich ja nicht zeigen lassen, vor den Wachen darfst du dich ja nicht sehen lassen. Und musst ja da rumschleichen und musst ja so gucken, dass du jetzt ja nicht von denen gesehen wirst, dich hinter der Hecke verstecken, die ja merken, wie die Bewegungsabläufe von den Leuten sind und so weiter. Ich meine, okay, das ist jetzt kein Metal Gear Solid, was du da machst, aber trotzdem ist es halt schon so, ja, also für die damalige Zeit, du hast normalerweise, es hätte schon komplett gereicht, wenn du halt nur dieses Spiel, du hast halt nur die Welt, du bist halt nur Link, du löst Rätsel. Und da haust du irgendwie Monster kaputt. Aber trotzdem hast du in Ocarina of Time trotzdem solche Sachen wie halt sowas, dass du Stealth-Elemente hast oder dass du angeln gehen kannst und so weiter. Diese so Minispiele und so weiter, die du halt normalerweise nicht bräuchtest, aber die einfach in dem Spiel sind, wo du so merkst, ah, das ist immer so hervorragend. Also ich persönlich finde immer, wenn du so viel extra Sachen immer noch on top in dem Spiel schon selber drin hast, da merkst du selber, dass die Entwickler da selber richtig Bock drauf hatten, so irgendwie. Ja, das stimmt. Es gab unfassbar viele Minispiele, ne? Richtig, die Ja. Minispiele sind dann richtig in Ocarina of Time erst so losgegangen. Ich meine, davor hatte man in den älteren Zelda-Spielen hatte man das gar nicht so ausgeprägt. Hatte Link's Awakening hatte man das Angeln gehabt und dieses Kran-Spiel. Aber das war jetzt auch nicht so besonders. Das war wirklich immer in Ocarina of Time, wo die wirklich so sehr komplexe Minispiele teilweise auch eingeführt haben. Wie eben auch das Angeln wieder oder diese ganzen Zielschussaktivitäten oder dieses Krabbelmini in Bowlingbahn. Es gab ja einiges in dem Spiel. Richtig, einiges, ne? Deswegen, also ich finde das verdammt cool. Das hat sich dann ja auch dann später so durchgezogen. Also Ocarina of Time hat auch hier wieder den Anfang gemacht und die weiteren Zelda-Spiele später haben es irgendwie dann ja mit übernommen. Ja, aber man hat die ja auch immer gerne gemacht, weil man weiß, man kriegt irgendeine super Belohnung dafür. Ein Herzteil! Ja, sonst würdest du die gar nicht Ja, machen. deshalb, Ja, wenn es nur also. ein Herzteil ist, aber das kann ja auch sein, dass du einen größeren Köcher kriegst Ja. oder eine größere Bombentasche oder sowas. Dann kannst Nur du ein sagen, ich scheiß Herzteil, drauf, wenn ich hallo? nur Rubine kriegen würde. Ja, eben, wenn du zum Beispiel in Link to the Past hast du ja auch Minispiele gehabt, aber die spielt man meistens gar nicht, weil man bekommt dafür nichts. Da gab es auch so ein Bogenschießen mit diesen Händen und so. Aber warum das Spiel? Da kriegt man nur Rubine für, warum sollte ich das machen? Nur dieses eine Truhenspiel mit diesen ganz vielen Truhen, da hast du ein Herzteil auch gewinnen können. Ja. Das war so die Ausnahme. Und ja, dann. Ach ja, und da gab es auch dieses Minispiel mit der Schaufel, wo du irgendwo so rumkramen musst. Da gab es auch ein Herzteil. Und ja, in Ocarina, genau, das ist in Ocarina of Time, hat es das auf dem Friedhof gehabt. Das geht mir aber auf den Sack, weil das ist extrem Zufall. Und dann kannst du richtig viele Rubine blechen, bis endlich mal der scheiß Herzteil kommt. Das ist so ein total blödes Herzteil, wenn man wie von vorne durchspielt. Das nervt. Ja. Ja, das stimmt schon. Also es gibt auch schon manche Herzteile sind schon echt kacke zu bekommen. Ich habe zum Beispiel immer alles gehasst, was mit den Zauberbohnen zu tun hatte. Ich finde das. Oh.
Warum? Ich fand das immer scheiße irgendwie. Da musstest du die Bohnen pflanzen, dann musstest du dann dir merken, wo die waren und so weiter. Und das ist ja früher kein Internet. Du musstest dir das ja irgendwie selber aufschreiben oder so. Ach, ja, meine Güte, diese 10 Stellen, die kann man sich ja wohl merken. Meine, der kleine es ist zumindest, mal eine Zeitreisemechanik. Ihr habt euch ja vorhin so ein bisschen auch beschwert, dass es ja in den Spielen in der Richtung gar nicht so viel gibt. Aber das ist zumindest ein Punkt, wo ich sage, okay, ich muss als Kind da in die Vergangenheit zurückkehren, pflanzt da was und dann in 7 Jahren ist das gewachsen, dann kann ich das als Erwachsener benutzen. Das ist halt so diese eine der wenigen Mechaniken, das wirklich ausnutzt. Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Ja, das vorhin, das Gemecker war ja auch nur, warum ist da nicht noch mehr so. Aber ja, doch, das ist schon richtig drin. Habt ihr noch irgendwie noch einen besonderen Moment oder so? Oder habt ihr einen Lieblings-NPC in dem Spiel? Lieblings-NPC? Also meiner ist klar. Meiner ist der verrückte Maskenverkäufer? Nee, der bei Majora's Mask auf jeden Fall. Aber in Ocarina of Time ist es der dusselige Orgelspieler, der da in der Windmühle hockt und selber das personifizierte Zeitparadoxon ist. Ja. Der dir ja ans Bein pisst, weil er dir in der Zukunft sagt, eines Tages kam ein Kind und hat dieses komische Lied gespielt und hat mein Leben zerstört und keine Ahnung was. Und dann kommst du dann erst auf die Idee, hey, ich sollte mal zurückreisen, das machen. Und dann kommst du hin und dann lernst du es halt erst von ihm. Und das ist halt an sich schon ein Zeitparadoxon, weil wie soll das passiert sein, wenn du es dann erst machst und so weiter und so fort. Ja. Das war verdammt cool. Wie er da sitzt mit seiner komischen Orgel und das dreht sich die ganze Zeit und es dreht sich und es dreht sich und er wird immer schneller und sein Blick wird auf einmal total zornig. Du denkst so, oh, what the fuck. Ja, den finde ich cool. Der war auch richtig super. Also einer meiner Lieblings-NPCs. Hast du noch andere Lieblings-NPCs? Ja, hier den Boris, den Totengräber. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass einer das bestimmt sagen würde. Weil du bist erstmal ja als Kind da und der ist ja noch lebendig und macht ja nachts dann diese Friedhofstour, ne, wo du ja das Herzteil kriegen kannst. Und dann kommst du als Großer wieder und dann ist er tot und will mit dir halt dieses Wettrennen für seinen kostbaren Schatz machen, also für den Enterhaken. Zweimal. Danach für das Herzteil musst du Herzteil, noch mal. Deswegen hasse ich mir der Charakter von Designer und diese ganzen, sein ganzes Gehabe finde ich total cool. Also ist lustig. Aber mich nervt alles, was man mit ihm machen muss. Egal, ob das dieses Schatzgraben ist oder dieses Wettrennen, ist alles nervig. Oder auch mit Joris Mars, dieses, wo einen dann so, wo du ihm leiten musst, zu sich Stellen, wo er graben muss. Aber wenn du dich mehr als 10 Zentimeter von ihm entfernst, dann rennt er woanders hin. Das ist so nervig, dieser Typ. Ja. Also, ich mag ihn nicht. Deswegen. Aber so als Charakter ist er cool vom Design. Das gebe ich zu. Sehr witzig. Also, von NPCs generell mag ich eigentlich Marlon so am meisten, würde ich behaupten. Oh ja. Wenn es so ein bisschen abgedroschen ist, weil es halt ein romantischer Romantic Interest, sag ich mal so, Love Interest. Wobei, das finde ich auch tatsächlich cool. Du hast ja in Ocarina of Time, wenn du so siehst, das zählt ja aber auch dazu, ein bisschen zu dem, was du vorhin am Anfang gesagt hast, dass du sagst, du möchtest dich selber mit Link identifizieren und du möchtest selber deine Erscheinung als Link treffen. Und du hast ja in Ocarina of Time, wenn du so willst, wirklich 3 verschiedene Love Interests. Du hast einmal Prinzessin Zelda, dann hast du halt Marlon und dann hast du halt noch Prinzessin Ruto. Und im Prinzip kannst du dir aussuchen, wer wird für dich am besten. Salia? Yeah, stimmt, Salia gibt es auch noch, sogar 4. Ja, und du kannst auch noch Naboro, könnte man auch noch mit dazu zählen. Die gab es ja auch so Anspielungen. Du hast ja quasi ein ganzes Harem-Spiel, wenn du so willst, ja. Ja, du hast da. Ich würde Marlon sofort tun. Link, der olle Chicks-Terminator. Ich glaube, ich hätte Prinzessin Ruto genommen. Das eklige Amphibienwesen. Die war doch niedlich, Mann. Die hat auf dich gewartet. Die hat einen riesigen, 7 Jahre lang. Alien-Schädel. Wie kannst du die niedlich finden? Und die ist trotzdem hübsch. Naja. In Hyrule Warriors geht's, aber nee. Haben wir dir einen Verlobungsstein geschenkt, ne? Ja. Ja, ja. Das shit just that serious, man. Wahrscheinlich ist das auch genauso wie bei Futurama. Wenn Link mit der Sex haben wollen würde, dann würde sie wahrscheinlich irgendwie ihre Eier in eine dunkle Ecke legen und Link müsste sich alleine davor stellen und da drauf onanieren oder so. Bäh. Pfui Deibel. Erinnert mich an diverse Diskussionen, wie sich Fischmenschen in One Piece fortpflanzen. Ja, das muss aber auch irgendwie so sein. So ein bisschen. Gut. Ich meine, ey. Ja, wenn du mehr Männer hast und Fischmenschen Frauen, wie soll das funktionieren? So, ich weiß nicht. Aber gut.
Leute, ich gehe mir kurz nochmal einen neuen Tee machen. Ihr könnt kurz weiter diskutieren. Okay, hol dir mal einen neuen Tee. Gerade wo Hanno weggeht, will ich zumindest nochmal auf die eine Stelle eingehen, die er vor uns erwähnt hatte, die finde ich auch recht wichtig finde. Und zwar, wenn man den Wald zum ersten Mal verlässt und die Eule hinter sich gebracht hat, ja, die nervige Oh. Eule, dann dieser Moment, wenn du das erste Mal in die Hylianische Steppe eintrittst und diese Weite vor dir hast. Das ist einfach ein sehr bemerkenswerter Moment. Einfach, was auch im starken Kontrast zu dem steht, was so teilweise Nintendo später in Zelda gemacht hat, wo die Spiele auch etwas linearer wurden, etwas weniger Ja. offen. Gerade wenn man dieselbe Szene in Twilight Princess vergleicht. Wo man da zum ersten Mal zum Wald rausgeht, erstmal dauert das 3 Stunden, bis man hinkommt, weil man irgendwie 50 Tutorials und sonst was für ewige Sequenzen überstehen muss, bis man überhaupt zu diesem Punkt kommt. Und dann hast du da so ein ja, konkaves Feld, was du mit einem Blick überschauen kannst, also fast quasi von oben herab, mit 3 Richtungen, die man kann. 2 davon sind versperrt, du darfst nicht zum Schloss, du darfst nicht zum Hylia-See, du kannst nur zu Kakariko weitergehen. Ja. Und ein sehr geleitetes, lineares Prinzip. Und Ocarina of Time ist komplett offen. Du hast zwar den Weg, der dich irgendwo leitet, wo es zum Schloss angeht, kannst du den Weg lang folgen, musst aber nicht hin. Du kannst auch zum Hylia-See gehen und eine Runde angeln. Du kannst zum Gerudo-Tal gehen, damit Hühner durch die Gegend fliegen, dir schon mal ein paar Herzteile holen. Du kannst zur London Farm gehen, die dort auch ein bisschen was angucken. Du kannst zu Kakariko gehen, die auch schon da Zeug holen. Es bringt dir zwar alles noch nicht viel, das ist alles nur so Sidequests, aber du wirst jetzt nicht so extrem eingeschränkt, wie es dann in späteren Zelda-Spielen teilweise der Fall ist. Du hast die Freiheiten, das finde ich irgendwo sehr, sehr gut. Und wie gesagt, auch das, wie Miyamoto das Feld damals sein hat, dieses Konvexe, dass du halt immer einen Horizont irgendwo, du hast immer irgendwas am Horizont, wo es weitergeht. Du kannst nicht alles in einem Blick überschauen. Das wirkt halt Ja. immer so weit, das abenteuerlich, und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Naja, aber storymäßig war man tatsächlich wohl schon eingeschränkt mit seinen Quests. Zum Beispiel kann man nicht einfach auf den Todesberg latschen, da steht die Wache davor. Also Ja, man genau. muss schon erst das eine vor dem anderen machen. Also. Als Kind ja, aber dann als Erwachsener hast du dann durchaus mehr Freiheiten, Das was stimmt, du. also als Erwachsener kannst du ja auch die Tempel zum Teil in der Reihenfolge machen, wie du es für richtig erachtest. Ja, Du zum kannst Teil, ja, aber ist ja. nicht sehr vorteilhaft wegen den Items wahrscheinlich, ne? Es kommt darauf an, es gibt eine andere Sache, die mich an Wassertempel extrem nervt. Irgendwo ganz zum Schluss brauchst du auf einmal den Bogen. Du kannst wirklich bis zu dieser Stelle, um das nach diese, diese, nachdem du den Schattenlink besiegt hast und dieser riesige Wasserstrudeltunnel kam, da hast du so ein Auge, wo du einen Pfeil reinschießen musst. Du kannst auch wirklich tatsächlich bis dahin kommen, ohne jemals den Bogen dir geholt zu haben und sagst dir mal, fuck, was soll ich hier machen? Das ist ein bisschen blödes Design. Aber ansonsten brauchst du halt, ist es schon so, dass du zum Beispiel die Items nicht unbedingt brauchst. Zum Beispiel Feuertempel kannst du zuerst spielen, bilde ich mir gerade ein, ja. In Master Quest ist es so, dass du einen Feuertempel im Bogen brauchst. In Wassertempel wieder nicht. Ist ein bisschen alles durcheinander. Aber ja, man hat auch so gewisse Freiheiten. Zum Beispiel du kannst ja schon mal zuerst direkt Epona holen, dann kannst du damit rüber zu über das Gerudo-Tal springen, schon mal die Gerudo-Festung klären und dich da zum Makka da machen lassen. Oder, keine Ahnung, die Eishöhle kannst du auch direkt zuerst spielen. Du hast sehr, sehr viele Freiheiten und das finde ich auch sehr gut. Macht Ist ja auch, mir. du kannst ja auch, das ist ja normal, also auch in normalen, nicht im Masterquest oder so, du kannst ja auch sagen, mache ich zuerst den Geistertempel oder mache ich zuerst den Schattentempel? Das kannst du ja Ja, aussuchen. ja. Ist ja komplett optional, wie rum du das machen möchtest. Ja, du, teilweise kannst du eben auch den Geistertempel als zweites spielen, je nachdem. Ich muss jetzt Oh ja, überlegen, echt? das geht auch zum Teil, ja. Als zweites den Geistertempel, echt? Ja, da bin ich mal in der Klappe, müsste es direkt in Master Quest. Kannst du zuerst den Wassertempel spielen und dann kannst du mit dem Enterhaken kannst du quasi auch die Wüste überqueren und Ah, und das auch, Segelspäße. okay, ja, okay, Aber ja. jetzt muss ich überlegen, ich glaube, du musst zuerst den Waldtempel abgeschlossen haben, um das Auge Wahrheit zu bekommen. Also, man kann ja aber auch durch die Wüste ohne das Auge Wahrheit kommen. Das ist ein Das bisschen, stimmt. Wenn du weißt, wie, ja, ja. wenn du den Weg kennst, ja. Aber man hat gewisse Freiheit und man kann ihn zumindest als Drittes spielen, das geht auf jeden Fall. Ah, das ist cool, das wusste ich noch gar nicht. Aber die Okay. Bogen brauchen auf jeden Fall, sonst kann man die Gerudo-Tusen nicht abschließen, glaube Doch, ich. du kannst Oder sie mit einem verstehe. Enterhaken, du kannst sie auch so mit einem Enterhaken abschießen. Das Ja? geht. Und du musst die auch gar nicht abschießen, du kannst sie auch so umgehen, ohne dass du erwischt wirst. Mal kommen. Okay, danke. Nein, ja, Auf jeden Fall, er hat man hat so eine gute Mitte. Ich finde, das Spiel hat so eine gute Mitte in der Richtung. Also wenn du jetzt jemand bist, der Zelda lieber linear geleitet mag, um nach der Story folgen, wirst du trotzdem im Spiel immer gut geleitet. Wird ja auch immer gesagt, okay, spiel zuerst den Waldtempel, dann kannst du, dann geh mal zum Todesberg, dann mach den Wassertempel, wird dir ja so gesagt. Aber du musst es nicht machen.
Du hast die Freiheit, nochmal auszubrechen, andere Sachen auszuprobieren, die Temple Under Reihenfolge zu spielen, das geht in den Spielen und das finde ich auch sehr reizvoll für mich. Aber ohne, dass es jetzt so extrem übertrieben ist wie bei A Link Between Worlds, wo ich eher gesagt habe, okay, du kannst jetzt alle Dungeons auf einmal spielen. Ja, das ist also, so ist es nicht. Aber trotzdem, es ist ja, ich finde ja auch, es ist ja nicht schlimm, wenn dir das, wenn dich das Spiel ein bisschen eine gewisse Richtung vorgibt, weil ansonsten kannst du halt auch keine keine wirklich spannende Story erzählen, wenn du das nicht hast. Und das ist zumindest sehr schwierig, dann eine wirklich spannende Story zu erzählen. Aber so krass, wie es bei anderen Zelda-Teilen ist, wie es gerade bei Twilight Princess oder Skyward Sword, wo du ja wirklich nur an einer Hand geführt wirst, das ist ja, zu viel. Von Cutscene zu Cutscene rennst, das ist halt in Ocarina of Time nicht so krass. Eben. Da hast du zwar auch diese ganzen Schlüsselmomente, die sind meistens immer so vor und nach einem Dungeon, wenn man zum Beispiel Shield begegnet oder einen der Weisen wieder befreit hat, das sind halt so diese ganzen Schlüsselszenen, aber es gibt da jetzt keine strikte Reihenfolge, wo man jetzt das Erlebnis dir von A nach B nach C erzählt werden muss. Ja, das stimmt. Habt ihr noch irgendwelche lustigen Ereignisse oder Eigenheiten, die euch zu Ocarina of Time einfallen? Wie zum Beispiel, um jetzt Pummi zu triggern oder so. Da würde mir halt einfallen zum Beispiel, dass ihr ja früher immer, glaube ich, in verschiedenen Rollen die Textboxen vorgelesen habt, wenn ihr es zusammen gespielt habt und sowas. Sowas meine ich jetzt. Oh ja, das haben wir auch immer gemacht. fällt euch da generell irgendwie sowas ein, was ihr so denkt, oh, Ocarina of Time, ich habe da was Lustiges erlebt, was jetzt nicht direkt zu dem Spiel vielleicht gehört, sondern durch mich verursacht wurde oder irgendwie sowas? Nö, eher bei mir war es eher, dass mein Cousin damals immer böse war, wenn ich ihm den Lord Yabu Yabu gemacht habe und er dann als großer Link schon fest saß und noch nicht zurück konnte, das hat ihn immer aufgeregt. Du bist einfach bei ihm eingestiegen, hast dein Spiel weitergespielt, um ihn Nö. Zu setzen, oder was? Er war zu Hause und meint, er kommt da mit dem einem Tentakel nicht weiter. Also hinten bei den drei Kammern. Da hatte ich ihm das gemacht und dann hat er gesagt, ja, dann spiel mal kurz weiter. Dann habe ich weitergespielt und dann meinte ich so, jetzt bin ich großer Link und dann war ich mal pissig. Ach ja, so. Klar, dann wäre ich auch pissig. Dann wäre ich auch pissig. Das kann man nicht machen. Stimmt. Naja, er sagt, spiel einfach weiter und danach, ja. Ja, aber nicht, mach die essentiellen Sachen einfach ohne mich. Voll assi, Mann. So gehört sich das, das ist Familie. Okay. TT, hast du denn noch irgendwie sowas in der Art? Ah, oh, nee, ich glaube, mein einprägsamsten Moment habe ich schon erzählt, das war das mit diesen Zombies im Königsgrab. Müsste ich jetzt echt überlegen, was jetzt noch so. Ja, weniger. Nö. Nee, okay. Ist alles irgendwo besonders in dem Spiel. Es ist alles irgendwo magisch. Und da hat sich einen Moment rauszupicken, wo man sagt, das ist jetzt das eine Erlebnis, schwierig. Also bei mir muss ich sagen, ich hatte. Einmal hatte ich ja die sehr seltsamen, beängstigenden Begegnungen mit den Feen, wo deren Brüste mir die Augen ausstechen wollten. Ja. Aber was auch ganz lustig ist, ich hatte damals, als ich Ocarina of Time halt irgendwie, als ich das bekommen hatte, da hatte ich vorher eine Screenfun, glaube ich, und da war bis zu dem Zeitpunkt, wo du in das Schloss rein musst, da war quasi eine Lösung. Und ich war halt voll rattig auf das Spiel und habe mich darauf gefreut, dass ich das dann irgendwann zu Weihnachten kriege. Und da hatte ich halt diesen Artikel oder diese kleine Lösung schon bis zum Erbrechen durchgelesen. Und ich wusste halt dementsprechend ganz genau, was ich am Anfang machen muss. Quasi halt einfach nur das erste Dungeon bis zum Schloss halt. Und als ich dann durch war, dann hatte ich mir so gedacht, okay, was musst du jetzt machen? Blätterst du mal um. Und dann, scheiße, du hast keine Lösung mehr. Und dann war ich tatsächlich als Zehnjähriger so verunsichert, dass ich erstmal gedacht habe, oh mein Gott, schaffst du das überhaupt? Kannst du das überhaupt weiterspielen ohne Lösung und so weiter und so fort? Aber Gott sei Dank habe ich mich dann irgendwann getraut und habe es dann alleine gespielt und ja, war dann sehr schön. Nicht so wie Hanno, der sich dann ein Lösungsbuch gekauft hat, ja. Richtig. Nein, das habe ich tatsächlich, ein Lösungsbuch habe ich mir auch gekauft, aber das war bei Majora's Mask und mir ist auch, da kommen wir jetzt gleich zu und ich bin auch der Meinung, dass kein 10-Jähriger oder 11-Jähriger dieses Spiel komplett schaffen kann ohne Lösungsbuch. Das nee, also möglich. Ich hätte es nicht tun können. Das geht nicht, Alter. Ich hatte das auch damals noch so gemacht, wenn du irgendwo nicht weitergekommen bist, also zumindest bei Majora's Mask war das ja so, da hatten wir mit Kumpels die Spiele immer untereinander kurz ausgetauscht und gesagt, kannst du mir mal kurz helfen? Oder der ist vorbeigekommen, wenn er den Tempel oder so geschafft hat. Ah, okay.
Das hat zumindest bevor ich das Lösungsbuch mir geholt habe zu Ocarina of Time, weiß ich noch, hat ein anderer Kumpel mir geholfen gehabt mit dem Wassertempel. Aber der war auch nicht dann so gut drin, dass ich dann gesagt habe, okay, ja, dann, ne, lass mal sein, ich hole mir das Buch. Okay. Wollen wir jetzt, wenn wir sowieso schon gleich bei Majora's Mask sind, wollen wir jetzt Ocarina of Time zumachen und wir sagen, wir gehen zu Majora's Mask? Oder gibt es noch irgendwas, was ihr zu Ocarina of Time loswerden wollt? Nee, du stinkst. Okay, ich stinke. TT, du noch irgendwas zu Ocarina of Time? Nö, nichts direkt zu. Nee, okay. Hanno, du auch noch irgendwann? Jora, rüber. Okay, dann sage ich nur noch mal abschließend, wie gesagt, also ich finde Ocarina of Time ist für mich das Epizentrum von Zelda. Das definiert das 3D-Zelda für mich. Wenn ich an 3D-Zelda denke und so weiter, dann denke ich sofort an Ocarina of Time. Das ist einfach, ich finde es bemerkenswert, wie krass Nintendo das geschafft hat, diesen Sprung von 2D in 3D so gut umzusetzen mit Ocarina of Time. Weil man muss sich das bedenken, heutzutage ist es so, wenn die Konsolen, eine neue Konsolengeneration oder sowas rauskommt, ja, okay, sieht hübscher aus. Aber das sind keine komplett anderen Dinger. Aber damals war es ja so, du musstest ja quasi das Spiel erst komplett neu erfinden, mehr oder weniger, weil du das, was von 2D vielleicht so und 3D gar nicht mehr so richtig anwenden konntest. Du musstest komplett umdenken und so weiter. Und die haben das einfach, das Gameplay oder das Spielgefühl von dem 2D, von der Link to the Past, haben sie so gut in 3D in Ocarina of Time dargestellt. Haben dann nochmal hier und da eine Schippe oben drauf gelegt. Also ich find Ocarina of Time ist einfach für in den Blickwinkel oder aus der Position, wann es rauskam, wenn man das natürlich mit beachtet, dass das ja heute nicht mehr auf dem richtigen technischen Stand ist und so weiter und hast nicht gesehen, klar, aber für die damalige Zeit war einfach unfassbar krass Bombe. Ja. Und dann würde ich sagen, ein Spiel, was tatsächlich es geschafft hat, da nochmal eine Schippe oben drauf zu legen, nicht durch die Welt und so weiter oder jetzt durch die ja, technische Finesse, die dahinter steckt, sondern einfach nur durch die krasse, dichte Atmosphäre, durch die melancholische, düstere Story und einfach generell durch dieses Konstrukt, einfach das Gameplay oder eine Idee von der Hub-World komplett neu zu erfinden, was halt seitdem, glaube ich, auch kein einziges Zelda-Spiel mehr so gemacht hat, wäre dann halt Majora's Mask. Und ich weiß, Majora's Mask ist, wenn es nicht Ocarina of Time ist oder nicht Link to the Past ist, dann ist in der Regel Majora's Mask das Lieblingsspiel von allen Leuten. Wie sieht das bei euch aus? Naja. Ich glaube, wir wissen, ob das auch euer Lieblings-Zelda-Spiel ist oder nicht. Richtig, oder wie Ich ihr hatte dazu ja, ich hatte ja steht, schon einfach vorhin nur. erwähnt, dass es mit in meinen, also mir so die Top 3 Ocarina of Time, Majora's Mask, A Link Between Worlds ohne besondere Reihenfolge. Und ist ja für mich ganz oben mit dabei. Warum? Also ich mag es auch richtig gerne. Ja, warum? Was macht Majora's Mask so eurer Meinung nach so besonders? Ja, also das, was du eigentlich auch schon gesagt hattest, deswegen, also mag ich ja eigentlich auch, also vom Setting her auf jeden Fall sehr gerne Twilight Princess, weil es eben dieses düstere, erwachsenere eigentlich hat, wo schon sehr fiese Sachen angedeutet werden und sehr viele Sachen gemacht werden, die es halt, finde ich, vorher auch nicht so richtig gab. Also in Ocarina of Time ist bei mir immer noch sehr viel netter. Und ich stehe einfach auf so harte Wahrheiten. Harte Wahrheiten. Was für harte Wahrheiten. Ja, sowas wie, ich meine, das ganze Spiel ist ja darum aufgebaut, dass einfach dieser Mond auf diese Stadt fallen wird. Und du hast einfach nur diese 3 Tage Zeit. Davon bist du erstmal, also mein persönlicher Horror, das ganze Spiel über ein Zeitlimit, ne? Ja, ist so. Eigentlich, und dann auch all diese seltsamen Leute, die ganzen Menschen, denen du da helfen musst, die alle irgendein Problem haben. Es ist total. Ich glaube, am meisten erschreckt habe ich mich damals. Oh, war es doch irgendwie von wegen mein Vater, dem geht's nicht so gut, der ist im Keller und dann machst du den Schrank auf und dann spielt der erstmal so eine Mumie dir in die Fresse und das ist dann der Vater gewesen oder Boah, sowas. das war so heftig, ne? Oder habe ich so gebrüllt. Also wirklich, es hat mich richtig erschrocken und teilweise auch irgendwie Angst gemacht, weil den Mond fand ich aber ziemlich, also wenn ich den angeguckt habe, dann ich hatte einfach Angst vor dem Mond, aber es. Der ist auch so unfassbar creepy, der Mond. Das kannst du nicht anders sagen. Ich weiß noch, die Ja. hatten auch, als Majora's Mask rauskam, hatten sie so eine richtig coole Werbekampagne, wo sie das, so ein Trailer, der so ein bisschen aussah, als wären das so Nachrichten.
Und dann irgendwie, dass die Leute alle nach oben gucken und so weiter. Und dann hast du halt gesehen, dass der Mond auf die Welt runterkracht. In unserer Welt so, ne? Und dachte mir, wow, total Meta, voll krass. Aber ja, der Mond zählt sowohl zu den Dingen, die mit am creepigsten sind, aber auch den höchsten Wiedererkennungswert haben in ganz Zelda, finde ich. Der Mond, der ist echt, boah. Stell dir mal vor, du würdest aufstehen und auf einmal guckst du raus, du guckst dir den Mond an, bei mir ist das so ein riesiges, bös grinsendes Gesicht. Was machst du? So, das ist Hilfe, ey. Hilfe. Ja, das Spiel war schon genial mit den Werbungen dafür. War das nicht auch die Werbung mit dem Kind, also mit dem Jugendlichen, der das gespielt hat, während alle dann hochgeguckt haben und kreischen und der sitzt im Wohnzimmer und daddelt und dann geht die Decke auf und der Mond kommt da runter? Das war das. Direkt erstmal richtig Angst gemacht. Aber wirklich, das hat Angst gemacht, ja. Also ich finde auch, Majora's Mask ist, der Witz dabei ist ja, Majora's Mask, das zweite Zelda fürs N64 kam ja nur raus, weil, glaube ich, Miyamoto an Onuma die Auflage gegeben hat und gesagt hat, yo, du darfst ein neues N64-Zelda machen, wir haben aber nicht so viel Ressourcen, nicht so viel Zeit. Wenn du es schaffst, in einem Jahr ein komplett neues Zelda zu machen fürs N64, dann gib ihm. Dann darfst du es machen und dann darfst du auch machen, was du willst, Alter, ne? Ja. Mehr oder weniger. Ursprünglich war ja der Auftrag, dass sie eine Erweiterung für Ocarina of Time machen, dieses N64DD, diese Erweiterung für den 64, was es ja nur in Japan gab und total gefloppt ist. Ja. Dieser Disc Drive. Und da ging es halt auch darum, dieses Ocarina of Time mit neuen Features und anderen Dungeons, was ja zum Teil später dann als Master Quest veröffentlicht wurde. Aber da hat er gesagt, ich habe da keinen Bock drauf, ich möchte lieber ein neues Zelda-Spiel machen. Ja, und da war halt, wie gesagt, okay, wenn du es innerhalb eines Jahres schaffst, dann gern. Ja, also genau, und deswegen ist ja, weil er halt auch aus diesem Zeitdruck heraus entstanden, hast du halt Majora's Mask, so wie es halt ist. Also Majora's Mask oder generell die Welt von Termina ist ja eine Parallelwelt zu Hyrule. Und deswegen gibt es halt auch irgendwie fast zu jedem Menschen, den du in Ocarina of Time triffst, ein Gegenstück in Termina. Das Spiel benutzt halt fast alle Assets und Grafiken und so weiter von Ocarina of Time wieder, weil das halt sonst echt zu lang gedauert hätte, das alles komplett nochmal neu zu machen und so. Deswegen haben sie das halt gemacht. Und du hast halt nur deine Gedanken. Nochmal bitte, man hört dich gerade ganz schlecht. Achso, sorry, ja, es gibt ja auch wirklich dieselben Personen eigentlich nochmal. Die heißen ja auch genauso. Also zum Teil, ja, richtig. Also wie zum Beispiel auch Marlon und Talon oder irgend so was. Gut, die heißen jetzt aber Kremia und Romani zum Beispiel, diese Romani-Zone. Die heißen teilweise anders. Also. Ja, das war halt trotzdem dasselbe. So, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ihr seid Pharma-Mädels, so. Ja, auf einer Fahne, ist schon richtig. Ist trotzdem irgendwo dasselbe. Link ungefähr durch so ein Portal gefallen sein in eine Parallelwelt. Ja, so ein bisschen der Vergleich, der ja gerne gezogen wird, ist ja Alice im Wunderland. Ja. Wenn sie durch den Baum fällt, unten in der, durch den Hasenbau und dann sich im Wunderland wiederfindet, ist es ja auch sehr ähnlich zu dem, was Link passiert. Ja. In Majora's Mask. Man hat halt seine Hub-World, die Unruhstadt, die einfach so dicht an Atmosphäre ist. Es gibt so viele NCPs, mit denen man reden kann, die alle irgendwie ihren normalen Tagesablauf haben, den du auswendig lernen kannst. Und du ganz genau weißt, ja, um 15 Uhr am zweiten Tag oder so kommt der Grone dahin und will sein Zimmer haben. Wenn du schneller bist, kannst du ihm sein Zimmer wegnehmen und dann muss er irgendwie draußen schlafen und so weiter auf der Straße, weil du ihm dann sein Zimmer weggeschnappt hast und so weiter. Das ist einfach super, weil ja. Du musst es ja nicht auswendig lernen. Du hast ja das Bomber-Notizbuch dafür. Ja, na klar, du hast das Bomber-Notizbuch. Aber das ist zum Beispiel, finde ich, auch erst jetzt durch das 3DS-Remake richtig hilfreich geworden. Vorher fand ich das nicht so. Ich fand es ja nicht genau andersrum. Ich meine, im 3DS-Remake ist es so, dass du, okay, du wurde zwar viel mehr Informationen darin gespeichert, aber in N64-Version war es so, dass du halt schon, auch sobald du mit einer Person gesprochen hast, wurde dir im Notizbuch alle Zeiten angezeigt, wo was mit dieser Person passiert, auch wenn du diese Ereignisse noch gar nicht erlebt hast. Da kannst du dich immer sehr gut orientieren, man konnte sich aber, das war so ein bisschen für mich eine Lösungshilfe, also dass ich ohne Lösungsbuch auch schauen konnte, okay, wo macht welche Person was, zu welcher Zeit. Und diese Hilfe hast du eigentlich im 3DS-Remake nicht mehr. Ja, okay, das stimmt schon. Ich weiß, was du meinst.
Ja, aber trotzdem, also ich finde halt im 3DS-Remake ist das, du wirst ja besser angezeigt und du siehst dann ja auch genau, wann eine Quest 3 abgeschlossen ist und so weiter und so fort. Also ich fand das da einfach hilfreicher. Aber vielleicht kann auch daran liegen, dass ich es einfach im 3DS-Remake einfach mal öfters benutzt habe. Und im Original N64 habe ich es einfach irgendwie mehr oder weniger links liegen lassen. Und habe mir das selber so versucht zusammenzureimen. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ist halt, du hast halt diese Hub-World und wenn du es richtig intensiv spielst und du dich damit auseinandersetzt, dann kennst du halt irgendwann fast jeden Bürger in dieser Stadt kennst du wirklich, weil du weißt, wann der wie, wo, wann, wohin geht und was der macht und wie der heißt und was der so erlebt und so weiter und so fort. Und das erzeugt halt so eine dichte Atmosphäre, weil du halt gezwungen bist, dich mit dieser Stadt so krass auseinanderzusetzen. Ich meine, wer wird sich in Ocarina of Time jetzt, wenn du es jetzt mal da direkt damit vergleichst, an NPC 0815 in Hyrule-Stadt erinnern? Ja, okay, du weißt vielleicht, da war so ein Typ, da konnte ich ein Minispiel machen. Oder da ist der Typ, der kloppert irgendwie, ja, da auf seine Hände und will irgendwas in der Flasche hier abkaufen oder so. Ja, okay, schön und gut. Aber in Unruhstadt, Majora's Mask ist das halt anders. Weil du ja bei bestimmten Charakteren ja auch wirklich tagelang darauf ausgerichtet bist oder du dich darauf einstellen musst, dass du warten musst, bis da irgendwas passiert, dass du mit dem sprechen musst, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musst, um die Questline zu triggern und so weiter und so fort. Und ich finde das super. Generell finde ich halt auch einfach diesen Subtext der Story von Majora's Mask so geil, weil alle Leute wissen, das Ende der Welt steht bevor, so. Und jeder geht damit so ein bisschen ein bisschen anders um. So, weißt du, die einen, die sind abgeklärt und versuchen halt irgendwie das Beste draus zu machen. Die anderen versuchen sich dann irgendwelche Ausflüchte zu fliehen. Ja, das stimmt gar nicht, das passiert so gar nicht und so. Und von Tag zu Tag wird das ja immer schlimmer. Das hört man ja auch daran, wie sich die Musik verändert in der Stadt. Weil sie wird ja mit jedem Tag wird sie ein bisschen schneller im Rhythmus und im Thema. Und am letzten Tag hast du dann ja wirklich, dass das richtig so. Dass es immer schneller wird. Du weißt genau, ey, scheiße, mir geht die Zeit aus. Genauso wie Pumi schon gesagt hat. Du hast halt einen permanenten Zeitdruck in dem Spiel. Das ist halt echt, also das versucht, das bringt einem auch so dazu, so ein bisschen, finde ich, dass das Gameplay oder. Ja, nicht unbedingt das Gameplay, aber vielleicht die Herangehensweise an diese Welt, die man aus Ocarina of Time kannte und die man gelernt hat, dass man das direkt wieder verwerfen musste. Weil jetzt musstest du dir vorher genau sagen, okay, ich nehme jetzt Zeit, ich möchte jetzt genau in diesem 3-Tages-Zyklus, möchte ich jetzt genau diesen Tempel machen und so weiter. Dafür hole ich mir jetzt nochmal hier, stocke ich hier meine Items auf oder dies und das und jenes. Weil jedes Mal, wenn man sich ja wieder zurückrettet in die Vergangenheit, waren ja ja, ich sag mal, also nicht die Stamm-Items, die Schlüssel-Items, die ja nicht. Aber der ganze andere Kram, der war dann ja wieder weg. Und du hast ja wieder am ersten Tag angefangen bei null quasi. Und auch deine angefangenen Questreihen waren dann wieder bei null. Die waren alle wieder zurückgesetzt. Deswegen musst du dir das vorher genau überlegen und genau planen, was fange ich jetzt in diesen 3 Tagen an. Und das gibt's halt in keinem anderen Zelda-Spiel. Deswegen ist Ja. das cool. Pumi, sagst du gerade was, oder? Nee, ich habe nur gesagt, deswegen finde ich es auch so cool. Also allein schon, also wie das ganze Spiel überhaupt anfängt, ne? Dass man dann da irgendwie in diesen kleinen scheiß Deko-Knüps verwandelt wird und dann fühlt man sich erstmal so, fuck sich jetzt echt erstmal so aus, so bleibe ich das tatsächlich? Und wie man dann die Möglichkeit findet, sich von diesen Masken quasi wieder zu befreien und das. Jedes Mal, wenn man sich ja wieder verwandelt, dann sieht es ja auch einfach nur so schmerzhaft aus. Oh ja, das ist so gut, ey. Also, was du gerade sagst, ja, ich fand das krass. Ich war am Anfang tatsächlich, witzige Geschichte, ich war am Anfang von Majora's Mask so angepisst, dass ich es nicht weitergespielt habe. Ich habe das Was? bekommen. Ja, Und wie das? ich hab das bekommen als Kind und fand halt Ocarina of Time voll geil. Hab dann halt irgendwann, wie gesagt, Majora's Mask bekommen und lauf da am Anfang rum, das Horror-Kid beklaut dich, du musst ihn verfolgen. Und ich war voll cool, Mann. Ich laufe mir jetzt hinterher, ich mach das und so, ich freue mich, ich kann wieder Link spielen hier. Und dann krachst du da runter und wirst halt in diesen scheiß Deku verwandelt. Und du hast halt nichts mehr. Und alle Leute behandeln dich irgendwie so fast wie Dreck. Und selbst die Kinder in der Stadt wollen nicht mit dir spielen und so weiter. Und ich denke mir So so. gemein eigentlich. Alle Rassisten, ja, Ja, und wirklich. ja, super, toll, was soll das? Und dann habe ich es das erste Mal tatsächlich nicht geschafft, mir in diesen 3 Tagen meine Ocarina zurückzuholen und bin einfach gestorben. Und dann habe ich mir echt gedacht, wow, scheiß Spiel, ich wollte Link spielen, was soll die Kacke?
und hab's in die Ecke gepfeffert, weil ich davon echt als Kind so angepisst war. Und dann hat es wirklich ein Jahr oder so gedauert, bis dann ein Schulfreund von mir meinte, ja hier, du hast es doch auch, das war so gut und so weiter. Und ich so, hä, ja, ich habe das hier irgendwie gespielt, weil das war doof. Ich war ja nur so ein komisches, so eine komische Blume, so ein Holzding, das war für Kacke. Das fand ich gar nicht mehr Zelda und so. Ja, und dann hat er gesagt, ja, du Idiot, du musst doch dir das wiederholen, dann wirst du doch wieder der richtige Link und so, das ist voll geil. Dann, ach echt, ja? Ja, ja, mach das mal. Dann habe ich es nochmal gemacht und dann habe ich es aber durchgezogen und dann war es gut. Aber ja, tatsächlich ist das für mich persönlich so der Beweis dafür, oder ja, oder was heißt der Beweis? Also ich reg mich ja oftmals darüber auf, dass irgendwelche Spieleentwickler so der Meinung sind, ja, wir gehen keine Risiken ein, deswegen machen wir A, B, C so und so und nicht so und so. Wo ich mir überdenke, ja, warum? Mach das doch einfach so, gib doch mal Risiken ein und so. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, dass es Leute gibt, die dann so angepisst sind und das Spiel ja nicht weiterspielen wollen. So wie halt ich als Kind, der dann gesagt hat, Majora's Mask ist scheiße, weil ich bin eine Holzblume und nicht Link. Und ja. Das würde ja eigentlich auch nicht nochmal passieren, so heute, ne? Ja, nee, aber trotzdem, damals war es halt echt so. Da scheinen sich auch die Geister, also da gehen ja die Meinungen sehr auseinander. Ich meine, gerade die Hardcore-Zeller-Fans, die lieben das Spiel ja einfach. Ja. Es ist halt genial, also wie das aufgebaut ist, die Atmosphäre und die Spielwelt und alles super. Aber eben gerade mehr so die Leute, die Zeller so mehr so Mainstream-mäßig mögen und halt, was ich Ocarina of Time total toll fanden, die gibt es auch sehr viele, die dann bei Majora's Mask dann ausgestiegen sind. Sie gesagt, das ist nichts für mich. Ich hatte einen Kumpel in der Schulzeit, der auch, die ich damals auch mit Zelda angefixt habe, erst mit Link's Awakening, dann Ocarina of Time war für ihn auch das Größte, aber mit Majora's Mask hat er nicht durchgespielt, hat ihm einfach nicht mehr gefallen. Und während ich da in den Spieltag aufgeblüht bin, das war so für mich das beste Spiel, was ich hatte. Ich habe das auf und ab gespielt mit Majora's Mask, ich habe es geliebt. Aber ja, das geht jetzt sehr auseinander. Ich denke mal, auch der Zeitdruck, was jetzt hier Pummi angesprochen hat, ist da immer so eine der Problematiken gewesen, wobei ich es immer so empfunden habe, dass man eigentlich nicht wirklich gegen die Zeit spielt, sondern eher mit der Zeit in dem Spiel. Wenn man es halt strategisch macht, wenn man halt weiß, okay, ich habe jetzt zum Beispiel dieses eine Lied, die Sonate des Erwachens gelernt, damit komme ich halt in diesen Dämmerwald-Tempel hinein. Ja. Da kann ich immer noch sagen, okay, ich habe jetzt die Eulenstatue vor diesem Tempel aktiviert, jetzt kann ich in die Vergangenheit reisen und kann halt die vollen 3 Tage nutzen, um diesen Tempel durchzuspielen. Oder so Sachen wie dieses Ballade des Kronos, wenn ich die spiele, geht die Zeit langsamer, da habe ich dann dreimal so viel Zeit. Ja, du hast das alles, aber du hast ja, man, alles genau, dann muss ich erstmal, wenn man erstmal so weit ist, dann merkt man, das ist eigentlich gar nicht schlimm, der Zeitdruck in dem Spiel, weißt ja, du? Aber, du musst dich erstmal anders organisieren, so, das ist das, was ich meinte. Du musst ja, genau, dich erstmal anders organisieren. Also sobald man das geschafft hat, dann ist das alles gar kein Problem. Aber viele Leute lassen sich halt einfach durch diesen Gedanken, okay, du hast nur diese 3 Tage Zeit, die lassen sich davon so abschrecken, dass sie einfach von vornherein keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt haben. Ja, aber ich glaube, das Problem war auch bei den 3 Tagen, die meisten Leute wussten ja nicht, dass du mit der Ballade des Kronos die Zeit verlangsamen kannst. Ja, oder vielleicht sogar, dass viele wussten auch gar nicht, dass du in die Vergangenheit reisen kannst überhaupt, weil Nintendo hat ja in der Richtung sehr schlechtes Marketing betrieben, so von wegen nur 3 Tage Zeit, um die Welt zu retten. Ich hab das noch vor mir, so diese Werbeplakate von dem Spiel, die es damals gab. Und die haben das vielleicht auch ein bisschen falsch beworben, weil ist ja nicht so, dass ich jetzt nur 3 Tage, ich habe so wirklich am Anfang, ich habe das erste Mal das Spiel vorgestellt, habe ich wirklich so gedacht, du hast nur 3 Tage Zeit. Wenn du es nicht schaffst, aber ohne diese Hymne der Zeit, weißt du, wenn du es nicht schaffst, innerhalb von 3 Tagen die Welt zu retten, dann musst du wieder das Spiel von vorne anfangen. Das ist quasi wirklich Game Over. Ja, ich dachte früher halt auch, du kriegst 72 Stunden Echtzeit, ja, um das Spiel durchzuspielen. Und wenn du es dann nicht schaffst, dann hast du halt verkackt, so irgendwie. Das dachte ich halt richtig, auch. Richtig, darauf hat man erstmal keinen Bock als Zelda-Fan, weißt du, aber ja. So ist es ja dann nicht gewesen. Ist ja dann noch was ganz anderes System. Das stimmt. Und ein unfassbar gutes System, wie gesagt, also meiner Meinung nach. Ein System, was sie ja für das Remake noch ein bisschen ausbauen wollten. Die wollten ja, wenn du den DS, glaube ich, zuklappst, wollten sie die Zeit ja weiterlaufen lassen. Ach echt, ja? Also die hatten mit dem Gedanken beim 3DS gespielt, dass wenn du den zuklappst, der ist ja dann sozusagen in diesem Street-Pass-Standby-Modus. Ja. Und die hatten geplant gehabt, entweder beim Remake das zu machen oder bei einem neuen Zelda für den 3DS, was mit derselben Mechanik arbeitet, dass dann sozusagen die Echtzeit zählt. Aber das haben sie ja dann wieder verworfen. Das wäre auch zu heftig, Alter. Das finde ich auch besser. Dann musst du da echt 3 Tage Urlaub nehmen, weil er genau weiß, ja nee, sonst habe ich hier die 60 Euro in den Sand gesetzt für das Spiel. Das höre ich auch zum ersten Mal, dass ich das bei Ich hatte es, glaube ich, bei Zelda Universe mal gelesen gehabt. Ja, da ist das falsch. Nee, also das ist ja, dann ist das falsch. Okay.
Nee, also ich finde, Majora's Mask ist, was Pumi auch meinte mit den Masken und so weiter, es hat halt auch, mal davon abgesehen, dass es ja nicht die normale Zelda-Mythologie hat, weil es ist ja eine komplett andere Welt. Gut, okay, das ist der Link aus Ocarina of Time, der dann halt wieder zurückgeschickt wurde in seine Kindheit, um seine, ja, seine ihm geraubten Jahre quasi, dass er die noch nachleben soll. Und der zieht dann halt los und verlässt Hyrule und landet halt irgendwie in Termina. Und dadurch habt ihr halt auch nicht die normale Hyrule-Mythologie mit den drei Göttinnen und mit Ganondorf und so weiter und so fort, mit dem Triforce, das gibt's halt nicht. Man ist halt in Termina und es ist eine komplett andere Welt, eine komplett andere Mythologie. Und früher, als ich ein Kind war, was auch TT gesagt hat, dass viele Leute dann mit Majora's Mask nicht mehr so viel anfangen konnten, weil die eher so Mainstream-Zelda-Fans sind. Damals als Kind war ich halt noch so ein Mainstream-Zelda-Fan. Und das hat mich halt auch echt abgeschreckt, weil ich mir dachte, das ist ja gar nicht mehr, wo. Das heißt The Legend of Zelda und Zelda ist gar nicht im Spiel. Und wo ist Ganondorf? Den kannte ich doch aus dem vorigen Teil, das ist doch voll doof. Ja, diese ersten Empfindungen hatte ich auch, aber man muss da halt drüber hinwegsehen, weil ich finde auch die Mythologie, die du in Termina hast, die ist halt trotzdem total interessant und steht dem von Hyrule nichts nach. Und ich finde gerade das mit den Masken und Majora's Maske, das ist so creepy und so gruselig und so cool gemacht. Alleine das gesamte Konzept mit den Masken, wenn du diese Masken aufsetzt und du denkst, halt Link hat die Schmerzen seines Lebens, er setzt sie irgendwie auf und der verwandelt sich da, das ist einfach so, ja, so dark und so edgy irgendwie, und ich fand das super. Also ich finde das heute immer noch super und ich finde es schade, dass die das nicht mehr so krass in den neueren Zelda-Spielen irgendwie einfließen lassen, solche Eindrücke. Ja, du, aber das ganze Thema war ja, oder es basierte ja auf dieser Trauerbewältigung. Das sollen ja diese vier oder fünf Phasen darstellen. Ja. Dann hast du ja dann immer, jeder Ort spiegelt ja irgendwie dann so eine Phase wieder mit, glaube ich, totaler Trauer, irgendwann Akzeptanz und so. Und Neuanfang ja der vierte Tag dann. Ja. Das war auch schon richtig geil. Aber was mir aufgefallen ist, ich hatte mir letztens zu Halloween im Sale für die Wii U Majora nochmal runtergeladen. Wenn man sich Horror Kid anguckt, zu Beginn in der Eröffnungssequenz, da hat er ja sozusagen die Maske zwar auf, aber die Augen leuchten noch nicht. Und sobald Link ja dann durch dieses Portal fällt, also durch den Baumstamm, und man kommt dann unten auf dieser Dekoblume an und Horror Kid sitzt, also schwebt dann da ja schon in seiner Pose in der Luft, ab da leuchtet ja die Maske komplett. Also alleine das, dass die Maske sozusagen erst nur in Termina aktiv wird oder zum Leben erwacht, ist schon genial. Dass sie in Hyrule sozusagen noch einfach keinen so großen Einfluss auf ihn hat. Ja, das stimmt. Das ist ein kleines Detail, was halt viele so übersehen, glaube ich, ne? Das ist was halt aber auch nur zu der. Ja, also das zählt halt auch nur in die Mythologie mit halt rein. Wie gesagt, also ich finde, die steht der Mythologie von Hyrule in nichts nach. Ich finde das trotzdem total interessant und total cool gemacht und so weiter. Und ich wünsche mir auch bis heute irgendwie noch, dass mal wirklich Majora's Maske irgendwie nochmal in einem Zelda auftaucht, so richtig. Man hat ja hier und da mal ein paar Andeutungen, so, aber ja, nichts Greifbares, so, ne? Nichts Handfestes. Ja, yeah, in den Link Between Worlds hängt es ja in Links Haus als Deko. Ja, aber du kannst halt davon ausgehen, dass das nicht die Majora's Maske ist, ich bitte dich. Ja, vielleicht doch, wenn sie ja so keine Kräfte in Hyrule hat, da kann man sie ja auch da einfach mal als Deko in die Wand hängen. Ja, gut. Passiert ja nichts. Die darf halt nur nicht wieder ins Termina kommen. Ich frage mich ja eher, wie der Maskenhändler es geschafft hat, nach Termina zu kommen. Der muss ja Link dann die ganze Zeit gefolgt sein. Eigentlich schon. Weil das ist ja der wirklich vom fröhlichen Maskenladen. Er erzählt das ja auch, glaube ich. Scheinbar muss man ja nur an der falschen Stelle stolpern und dann kommt man da rein. Ja, ja, anscheinend. Aber alleine, ja. Das Einzige, was, glaube ich, auch nicht geklärt ist, wenn man jetzt mal den Manga außer Acht lässt, ist die Herkunft von der Maske. Weil im Spiel selber sagen sie ja, dass es für Hexenrituale benutzt. Also ich kenne die ganzen Zelda-Manga ehrlich gesagt nicht. Ja, im Manga war es so eine komische Geschichte. Ja. Wo es auch so ein bisschen, ich glaube, die Figur sollte da die grimmige Gottheit darstellen, die da diese Maske da geschaffen hat. Es war halt so eine Kreatur, die mich jetzt so ein bisschen auf Anhieb so an dieses Vieh von, wie heißt das neue Spiel her, dieses Meinst du Last Guardian? Genau, ja. Irgendwo erinnert so in die Richtung da. War so ein riesiges Vieh und da kam halt so eine Art Indianer-Figur an, die halt so ein bisschen aussieht wie die grimmige Gottheit, angefangen zu trommeln und dann aus diesem einschlafenden Vieh von dem Panzer dann diese Maske geschnitzt hat. Aber wie gesagt, der Manga ist sowieso nicht kennen, von daher braucht man sich da nicht groß dran orientieren. Ja. Aber für mich gehört das irgendwie mit, was ja halt, ist ja immer so ein Ding.
was halt die Maske auch so unheimlich macht, weil man nichts wirklich darüber weiß. Gerade dieses Mysteriöse macht es ja so gut. Deshalb bin ich auch eher dafür, dass es eben nicht mehr irgendwo vorkommt, weil dann würde man es eventuell kaputt machen, indem man jetzt irgendeine Hintergrundgeschichte da einfügt, die halt dann. Nee. Ich möchte nicht, dass die Maske, dass ich jetzt alles über die Maske herausfinde und weiß, dass es die Maske, die kommt da und daher. Das ja, aber das ist trotzdem die Gefahr, wenn sie jetzt noch ein Spiel mit Majora's Maske machen, dass sie irgendwo sich dann denken, ja, vielleicht sollte man hier doch noch was erklären, weißt du? Oder so. Na, du hast ja hier und da mal so ein paar Hinweise oder Ansätze. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, die Maske von Midna. Die ist ja eigentlich auch sehr vom Design her ein bisschen an die Majora's Maske halt angelehnt. Ja. Oder das zum Beispiel, wenn du dir... Die sieht ganz anders aus. Nee, das ist, du musst die mal nebeneinander halten. Das ist total krass. Das fällt Augen, dir dann auf. Die Augen vor allen Dingen. Ja, das... Richtig. Ja. Das ist, wo es ja viele Fantheorien gibt, die sagen, vielleicht ist das irgendwie eine alternative Version von wirklich Majora's Maske oder vielleicht waren in Termina wirklich das Volk von Midna, waren die Bösen in Anführungszeichen, die Majora's Maske irgendwie gemacht haben. Keine Ahnung. Gibt es halt zig Fantheorien. Aber wenn ihr zum Beispiel euch in Hyrule Historia die Konzeptzeichnungen für Ganondorf anguckt aus Twilight Princess, die ersten Entwürfe, die es da gab, da hat er da zum Beispiel nämlich auch noch, also dadurch wird dieser Effekt auch noch oder diese Theorie auch ein bisschen untermauert, dass zumindest darüber nachgedacht wurde. Da sieht man nämlich auf dem Brustpanzer oder den Harnisch von Ganondorf nämlich auch so eingearbeitet das Design von Majora's Maske. Das ist da halt drinne. Ja, das sieht man halt. Was sie halt später verworfen haben wieder, weil der Ganondorf später sah dann ja doch ein bisschen anders aus. Aber ja, ist da halt auch so mit drin. Und ich meine, solche kleineren Sachen, wo du einfach so ein Easter Egg oder einen Wiedererkennungswert hast, das würde ich mir wünschen, so ein bisschen. Nicht jetzt, dass die jetzt sagen, ah, wir machen jetzt komplett neues Spiel, Majora's Mask 2 oder so. Nee, das nicht. Ach so, ja, also hätte ich es aber zuerst bei dir verstanden gehabt. Weil da oben, ja. Na gut, ja, so dann ist ja alles okay. Das ist akzeptiert. Ist natürlich die Frage, natürlich, wenn sie nochmal ein Zelda-Spiel machen, was sich auch um diese Idee dreht mit den Masken, mit den Verwandeln und sowas. Ich hätte auch nicht unbedingt was dagegen, weil das war halt so ein sehr cooles Feature, was es nie wieder gab. Man konnte sich zwar in Twilight Princess in einen Wolf verwandeln, aber das war halt nur so, ja, im Vergleich war das halt nicht wirklich was Besonderes. Nee, das stimmt. Drei bis vier verschiedenen Charaktere, die man sich verwandeln konnte, das war halt sehr cool, cooles Feature. Ich find's generell so geil, eben genau die verschiedenen Charaktere, die du dich verwandeln kannst. Ich weiß noch damals auch, weil ich auch von Trailern her das gesehen hatte, oder halt von, nicht von Trailern, von TV-Werbung oder sowas, heißt ja noch keine richtigen Trailer, sowas, von oder zu Majora's Mask, dass du halt der kleine Link bist. Und ich fand das halt als Kind doof, weil ich wollte lieber der coole große Link sein. Mhm. Und hab dann aber gemerkt, ey, das ist ja viel geiler, weil du kannst dich in den Goron und in den Zora verwandeln. Und dann scheiß auf den großen Link. Ich kann dich in den Goron und in den Zora verwandeln. Ne? Ja. Und hat es mir halt auch immer so gewünscht, dass sie vielleicht das nochmal in späteren Zeldas irgendwie aufgreifen. Gerade wo jetzt ja auch noch verschiedene Völker mit dazugekommen sind. Ne? Was ich ja anbieten würde. Ja, zum Beispiel Orni von Wind Waker, dass du sagst, du hast eine Orni-Maske. Ah, ja, okay. Zum Beispiel sowas, ne, könnte man ja rein theoretisch irgendwie in einem Spiel mal verarbeiten. So. Man muss auch sagen, der kleine Link war eine gute Wahl nach Ocarina of Time, weil die haben ja auch ihm neue Movesets spendiert. Das sieht man ja gleich zu Beginn, wenn man die Baumstämme da lang köpft. Das stimmt, hast recht. Da ist erstmal so das erste Mal so direkt so ein kleines, wow, cool, das sieht ja voll fesch aus. Handstandüberschlag. Genau. Der seinen dreifachen Salti da macht. Ist auch eine gute Wahl, einfach weil es dadurch noch ein bisschen unheimlicher wirkt, weil du bist als Kind, musst ja, der Grundgedanke war ja, dass Link irgendwo seine Kindheit nachholen kann, aber da kommt dann diese richtige Scheißwelt, wenn du so wirst. Und ist halt genauso dieser Effekt, den ich an Ocarina of Time hatte, wenn du das erste Mal da in dieses Königsgrab gehst und dich mit diesen Zombie-Viechern da konfrontiert wirst. Das wirkt halt als Kind, wirkt halt einfach unheimlicher, das Ganze, diese ganze bedrohlicher Welt. Einfach. Bedrohlicher, ja. Als wenn du da irgendwie als Erwachsener da reinkommst. Hätte gar nicht dieselbe Wirkung, finde ich. Von daher ist das schon eine sehr gute Wahl gewesen, diese Geschichte als Kind mit Kindling zu erzählen. Ja, ist richtig. Also ich sage ja auch, ich wurde ja auch eines Besseren belehrt, aber trotzdem hat mich das damals halt als Kind auch erstmal abgeschreckt, dass ich das sagte, boah, nee, hast du keinen Bock drauf, so. Ja, aber ja, es ist genial, so wie es ist. Habt ihr ein Lieblings- oder Hass-Dungeon in Majora's Mask? Der Wassertempel da drin. Ich fand das mit den Strömungen so scheiße, dieses Justieren immer, oder welches Loch sozusagen muss, also in welches Rohr muss ich rein, um dann richtig zu kommen und nebenbei noch die Feen zu sehen.
Warte, halt, stopp. Hast du gerade gesagt, in welch, diese Strömung, in welches Loch muss ich nehmen, um richtig zu kommen? Ja, genau, das habe ich gesagt, leider. Oh mein Gott. Warte, also in welches Rohr da halt, es war. Naja, das wird nicht besser. Das wird nicht besser. War nicht so mein Dungeon. Na gut, ich schließe mich der Meinung an, ich machte den Schädelbruchtempel auch gar nicht, vor allem du hast so dunkles Gewässer, wo du gar nicht wirklich siehst, was ist da nun am Boden oder so. Und teilweise mit solchen Knochenfischen, die dich da beißen konnten, oder das mochte ich auch nicht. Vor allem der Bossgegner war ja, dieser Gyrok ist ja auch einfach mal ein Hass. So ein Scheißvieh. Also ich pumpe mich vielleicht erst nochmal. Was ist bei deinem, was ist, hast du ein Hass-Tempel? Immer der Wassertempel natürlich. Im Zweifel immer der Wassertempel war. Ja, ist es wirklich so. Schon. Also ich glaube, der coolste für mich war tatsächlich dieser, wo man sich selbst als Figur irgendwo hinstellen musste und der auch mal umgekehrt war. Also, der ja. Felsenturm-Tempel. Der Felsenturm, genau. Ja. Ich sehe das genauso. Ich sehe das genauso wie du. Also ich fand auch, Hass-Tempel ist wieder der Wassertempel. Ich finde auch einfach, jeder Dungeon, also du hattest ja in Majora's Mask nur 4 große Hauptdungeons. Und jedes Dungeon hat irgendwie eine gewisse Stimmung vermittelt oder einen gewissen festen Eindruck bei mir hinterlassen. Nur der Schädelbruchtempel nicht. Das war einfach nur so, ja, da hat Wasser, da so ein paar Röhren, fertig. Ich weiß nicht, irgendwie, das hat für mich auch so vom Design her irgendwie gar nicht so richtig reingepasst, weil das war, Zelda ist halt immer sehr mittelalterlich und auf einmal hast du da so eine Art Steampunk-Tempel und ich fand ja, irgendwie, das also mich hat das immer irgendwie, ja, also mich hat das irgendwie immer so rausgerissen, ich fand das nicht gut. Und muss dann aber auch sagen, der Felsenturm-Tempel, der hat mir am meisten Spaß gemacht. Sowohl vom Konzept her, dass du den ganzen gesamten Tempel auf einmal auf den Kopf drehen musst später und dass sich dadurch dann neue Wege ergeben und so weiter. Also das fand ich genial. Also der hat mir auch am besten gefallen. Ja, sicherlich. Aber für mich gehört er am besten mit der Atmosphäre, mit der Musik und den allen. Gerade wenn du es dann gedreht hast, die Musik dann außen noch so leicht geändert hat und so. Einfach fantastisch. Aber ich fand ihn von der ganzen Mechanik auch ein bisschen umständlich. Gerade dieses Erzeugen dieser Doppelgänger mit dem einen Lied. Da musst du jedes Mal dieses scheiß Lied spielen. Teilweise haben wir das dann falsch gemacht. Vor allem dieser Aufstieg zum Tempel, wo man diese Felsblöcke dann wieder in Reihe bringen muss. Teilweise konnte man es ein bisschen falsch machen und musst aufpassen, in welcher Reihenfolge du die Charaktere löst. Und ach, das war nervig. Und auch, dass du diesen Tempel nach draußen gehen und wieder drehen musst, dann musst du sie wieder da alles aufbauen. Das war im 3DS-Version war es teilweise ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger, haben sie ein paar Sachen leichter gemacht, weil dieses rote Emblem ist dann, ich glaube, überall ein Eingang, du musst es nicht extra erst frei machen. Aber ja, teilweise hat es schon ein bisschen genervt. Das stimmt wohl. Da hast du recht. Aber hey, der Weg ist das Ziel. Würde ich mal sagen. Der Weg war halt teilweise ein bisschen zu umständlich. Aber trotzdem, meines Erachtens, der beste Tempel vom Design her und von der Atmosphäre. Ja. Es hätte nur dieses Duplizieren, das hätte ein bisschen einfacher sein können. Obwohl, im Tempel braucht man es ja zum Glück gar nicht so häufig. Da ist nur dieser eine große Raum am Anfang, wo man auch nochmal Duplikate erstellen muss. Aber danach braucht man es, ich glaube, gar nicht mehr. Nee, danach ging es. Ja, hauptsächlich für diesen Aufstieg hast du das gebraucht, ja. Da war er eben dort auch irgendwie 3-4 Mal und das, ja, zieht sich halt hin. Das stimmt. Habt ihr einen Lieblingsgegner? Ja, dieser Sensenmann, der fand ich so cool. Komm, ich wollte immer unbedingt seine Sense haben. Das ging mir immer so, dass die dann verschwunden ist. Deswegen freue ich mich teilweise auf Prepper for Wild, dass man da auch von allen Gegnern, ich hoffe, dass wieder so ein Sensenmann-Gegner dabei ist und dass man seine Sense nehmen kann. Es muss einfach passieren, weil das hat mich immer geärgert. Ja, stimmt, der war schon sehr cool. Ich fand auch immer, obwohl es die halt auch schon bei Ocarina of Time gab, aber bei Majora's Mask waren ja einfach öfter da, diese Wölfe, weil die ja irgendwie ständig auf der World Map einfach gekommen sind. Mhm. Wenn es dunkel war halt. Und bei Ocarina of Time gibt es die, glaube ich, nur an ein, zwei Stellen, wo die kommen. Und die fand ich halt auch sehr cool, dass diese Wölfe halt immer gekommen sind. Ja, und die Garo-Ninja, Garo-Meister, die fand ich auch sehr cool. Ja, stimmt, auch im Felsenturm-Tempel. Ne? Ja. Ja, die waren auch sehr cool. Das stimmt. Die fand ich auch krass eigentlich. Was ich gehasst habe an Gegnern, die hasse ich aber irgendwie in jedem Zelda-Teil. Die gibt es ja auch immer häufig. Diese Scheiße, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Diese Dinger, die aus dem Sand rauskommen und dich verfolgen. Ja. Boah, die gehen mir immer so auf den Sack, ne? Sandkiller heißt das, ich glaube, im Deutschen, oder?
Okay. Und Liver heißen die im Englischen. Aber ja, die nerven. Boah, gehen wir mir auf den Piss, ne? Oder meinst du jetzt den Bossgegner? Oder ich überlege gerade Nee, nee, ich meinte jetzt wirklich nur normale Gegner. Ach so, hier, klar, die gibt es ja da auch an der Küste, gibt es die, stimmt. Ich habe Richtig, richtig. gerade überlegt, wo die sind. Ja, an der Küste. Ja. Wo, das sind ja in Gegner. Ocarina of Time, fand ich die wesentlich nerviger, da in diesen, da beim Wüstenkoloss, wenn du immer durch die Gegend gelaufen bist und ständig kommen diese Viecher da raus und eigentlich wolltest du ja nur die das Galtula holen oder sowas, aber. Naja, gut, okay. Habt ihr Lieblingslieder? Oh, das ist schwierig. Also, ich liebe natürlich einmal von diesem Stein-Tempel auf jeden Fall. Das Lied ist aber richtig geil. Die Elegie des leeren Herzens. Ja, genau. Die kann ich kurioserweise inzwischen auf dem 3DS auswendig. Weil ich hier immer spiele, bei Hyrule Warriors Legends auf 3DS kannst du im Ladebildschirm kannst du Lieder spielen. Und aus irgendeinem Grund spiele ich immer das Lied. Ich weiß nicht warum. Ach so, geht es gerade um Karina? Ja. Ja, auch Ach generell. so, ja, generell. Ach so, ich dachte erst mal, wie vorhin beim Ocarina of Time. Ocarina, Lina. Ja, du kannst, wie du willst. Also. Also ich meinte jetzt das generell für meinen diesen Wenn du in dem Tempelbild. Tempel bist, meinst du? Genau, das finde ich richtig, richtig, richtig gut. Ja. Dieses Main-Theme finde ich auch generell cool von der Maske halt, ne? Also ist Oh einfach ja. richtig, richtig Hammer. Das finde ich auch gut, weil es ist so düster gewählt irgendwie. Kommt auch oft nochmal vor, wird oft verarbeitet natürlich. Also finde Auch ich richtig wenn cool. ich das höre, das Team von der Maske oder vom Horrorkit, je nachdem, wie man es sehen möchte, dann kriege ich auch immer direkt Gänsehaut, Alter. Das ist. Boah. Ja, das Lied von Unruhstadt ist geil, das Düm, 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 düm. Oh Was ja. meinst du, als Ja. die 3DS-Variante rauskam im Labor? Der Doktorand hatte ständig einen Ohrwurm von mir verpasst gekriegt gehabt, weil er auch Majora's Mask mag. Saß ich neben ihm immer im Büro und dann düm, 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 düm. Und dann ist er runter ins Praktikum zu den Studenten gegangen und dann hat er das Lied die ganze Zeit nur gepfiffen und gesummt, weil er es nicht mehr rausgekriegt hat aus dem Schädel. Ja, das ist halt, das ist auch so ein bisschen das, was ich meine. Also früher waren die Lieder irgendwie catchiger, so. Ich hab's dir krasser gemerkt und so. Deko-Palast-Musik. Ja, die ist auch so Hammer. Ja, super. stimmt. Die ist auch richtig gut, ja. Was ich auch ganz gut finde, ist dieses eine Lied, was immer, wenn du an so einem neuen Ort bist, ist ja immer gleich, aber ein bisschen verändert. Ja. Also je nachdem, wo man ist, ob man da am Strand ist oder in einem Gefangenen oder was weiß ich, was ist. Das ist auch so richtig genau so unheimlich ist irgendwie auf Ja, seine und wo du noch Art. genau dieses Ungewisse, ne? Genau. Das ist auch immer richtig gut. Das, besonders gut hat mir das da gefallen bei dem Pyke-Bernia, wo du da auf dem Schneeberg bist. Und da hast du halt das auch. Und dann, das war so irgendwie richtig, das hat mich richtig so gecatcht, weil es war dunkel irgendwie, als ich angekommen bin. Schnee, du siehst nicht so richtig gut. Und dann hast du nur diese trostlose Musik und denkst dir, oh fuck, also das war richtig, das war geil. Also da, das war auch wieder so ein Moment so ähnlich wie bei Ocarina of Time für mich, als ich das erstmal auf die Steppe gegangen bin, obwohl das ja da jetzt, also da nicht, weil es so groß war, aber es hat mich so eh nicht so gepackt, dass ich dachte, boah, das ist jetzt krass hier, ne? Ich bin hier irgendwo, es ist bedrohlich, es ist dunkel, ich weiß nicht, wo es hingeht, scheiße, Mann, der friert sich den Arsch ab, Kacke. So irgendwie, das hat mich, ja, das hat mich auch irgendwie getriggert. Das war echt gut. Aber mein Lieblingslied mit ist noch von der Ocarina auf jeden Fall, das Lied, was du brauchst, das Lied der Befreiung, um die Leute halt immer zu exorzieren, sage ich jetzt mal. Dich selber zu exorzieren, andere Leute zu exorzieren. Also ich glaube, das ist das Lied der Befreiung, ne? Oder heißt das mit einem Ja, anderen Namen? genau, Lied der Befreiung. Lied der Befreiung, Und ne? Song of Healing im Englischen, das Lied der Genau. Heilung. Dam, 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 dam. Ja, es Ist erzeugt halt herrlich. einfach wirklich fantastische Momente, egal, gerade mit diesen ganzen Charakteren, die man sich ja auch aneignet, wie Damani oder Mikau und sonst, oder auch dieser Wissenschaftler, der da als mumifiziert wird. Diese ganzen Momente, die man da schafft, wenn man dieses Lied spielt, das ist Wahnsinn. Ja, das ist auch dadurch, lernst du halt die Charaktere auch krasser kennen. Also auch da muss ich sagen, du lernst halt auch nicht nur in der Stadt, auch generell, finde ich, hast du eine stärkere Story zu den einzelnen Charakteren, die du in dem Spiel triffst, in dieser Welt. Und das finde ich halt auch echt fantastisch gut. So, ich meine, zum Beispiel finde ich es halt auch krass, das hat Hanno ja vorhin auch schon gesagt, dass es einfach nur, das Spiel beschäftigt sich ja grob mit diesen 4 oder 5 Phasen des Trauerns.
Und wie die Leute damit umgehen. Und da hast du halt zum Beispiel auch, fällt mir immer perfekt ein als Beispiel, hast halt Damani, der nicht checkt oder nicht wahrhaben will, dass er eigentlich schon tot und ein Geist ist. So, der immer eigentlich so direkt so dabei ist, sagt, ja, wir müssen, du musst mir mal kurz helfen, ich komme irgendwie nicht raus, ich muss hier den Typen da vermöbeln, da ist so ein Monster und dann muss ich hier mein Dorf retten und so. Bis dann irgendwann realisiert, Alter, du bist tot, du kommst hier nicht mehr raus, ne? Das ist dein Grab jetzt hier. Ja, das finde ich halt krass, weil das ist, das sind halt echt harte Themen, aber trotzdem noch so relativ unschuldig und greifbar verpackt, was halt nur Majora's Mask schafft, finde ich. Es gibt, also mir würde kein anderes Spiel einfallen, was das, diese Thematik so aufgreift und so gut irgendwie ja, den Spieler verarbeiten lässt. Nö, da gibt's, glaube ich, auch keins. Fällt mir jetzt zumindest auf Anhieb keins ein. Also mir fällt auch keins ein. Also Majora's Mask ist halt wirklich schon einfach da, ne, ja, ne, wie soll man das sagen, eine Klasse für sich, ne, was das betrifft, wirklich. Ich finde auch einfach, dass so ein bisschen so traurig mit dem Horror-Kid an sich die Geschichte, weil, also er wird dann, er setzt ja die Maske auf und wird dann ja von der Maske von Majora wird er dann ja halt besessen und tut deswegen dann halt die ganzen bösen Dinge, aber eigentlich war er ja nur total einsam und wollte irgendwie Freunde haben und ja, dann hat er halt aus Versehen diese Maske gefunden und wurde dann ja halt der letzte Assi. Und hat dann da auch seine Feenfreunde da halt, ja, schlecht behandelt und so. Ich finde das einfach so traurig, weil am Ende ist ja auch, glaube ich, nur so der Konsens davon, die Lösung so von wegen, ja, okay, du hast Majora's Maske jetzt besiegt, okay, das musstest du machen, um die Welt zu retten. Aber das eigentliche Ziel war es ja, glaube ich, dass das Horror-Kid einen Freund findet und dann ist er halt mit Link Best Buddy und dann hast du das Ziel auch erreicht. Ich fand das einfach schön, wie das gehandhabt wurde. Ja. So wie der. Und was ich eigentlich immer richtig geil fand an Majora's Mask, muss ich jetzt mal erwähnen, auch wenn es voll unwichtig ist. Man hat Fußspuren hinterlassen. Stimmt. Man hat Fußspuren hinterlassen? Stimmt. Das kann stimmt. Sein, schönes technisches Detail, ja. Stimmt. Was mit dem Expansion Pack, glaube ich, jetzt dazu kam, ja, ne? Ja. Also, du musstest ja das Expansion Pack haben auf dem N64. Ja, du musst das mit wir hatten das kaufen. Ja natürlich sofort mit dabei. So. Ja, aber das war voll assi eigentlich, so ja, von Nintendo, weißt du? Also. Marketingtechnisch und so weiter, ist das schon nicht cool. Na gut, das machen sie heutzutage noch genauso. Das ist auch heute noch nicht und, cool. Damals konntest du dir wenigstens nur eine Speichererweiterung kaufen. Heutzutage musst du dir ein New Nintendo 3DS kaufen. Wenn du nur. Oder sonst das stimmt. Irgendwas, ja. Das stimmt, ja. Habt ihr ein Lieblings-NPC und gerade bei Majora's Mask gibt es ja richtig viele NPCs, die auch wirklich, glaube ich, ja, einen starken Eindruck hinterlassen. Habt ihr da welche, wo ihr genau direkt sagt, oh ja, den fand ich cool oder der war krass ja. Oder der, das war ein Spaß, die... Also ich mochte am liebsten auch die Quest von Anjo und Parfum. Oh ja, das war super. Die fand ich immer sehr, sehr traurig und sehr dramatisch und die war auch ziemlich schwierig irgendwie. Also ich fand die nicht so einfach, ich bin mit der Zeit wirklich nicht so richtig. Nee, das war auch hammerschwierig, also deswegen sage ich, das ist auch so eins von diesen Dingern. Ach ja, genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Majora's Mask, weil ich das dann halt ja am Anfang nicht geschissen gekriegt habe und ich dann ja so gefrustet war und ich das erstmal in die Ecke geschmissen habe und dann ein Jahr nicht gespielt habe, habe ich mir dann gedacht, okay, holst du dir dazu mal das Lösungsbuch, weil das stand da halt irgendwie im Elektroladen mit rum, dann schaffst du das schon. Und dann habe ich halt immer separat mit dem Lösungsbuch dann halt gespielt. Also das Lösungsbuch, also für die normalen Dungeons brauchst du es nicht, aber ich finde für manche Nebenquests, ja. Wie sollst du darauf kommen, Alter? Gerade diese Anjo und Kaffee-Quest, da war ein Lösungsbuch recht hilfreich, ja. Eben, also ohne hätte ich das, glaube ich, nie geschafft. Nie hätte ich das hingekriegt ohne Lösungsbuch. Das war ja so kompliziert. Boah, alter Schwede. Ja gut, du hast ja aber auch nicht ins Notizbuch der Bomber reingeguckt, von daher... Nee, hab ich auch nicht, ist so meine eigene Schuld. Das war ja quasi so das spielinterne Lösungsbuch dazu, weil ja auch eigentlich aufgelistet wurde, zu welchem Zeitpunkt da mit den Charakteren was passiert. Man musste halt nur noch rausfinden, wo das dann passiert. In welchem Zusammenhang. Ja, auch am dritten Tag in der Nacht haben die sich irgendwo getroffen, dann musste diese Scheiße da erledigen. Und dann dachte ich so, boah, also der ist nicht einen Tag vorher. Deren Quest war ja so knapp, dass du, wenn du dann am dritten Tag ja mit ihm die Maske besorgt hast, musstest du ja zurück nach Unruhstadt und dann kam ja schon der Timer vom Mond, dieser große Timer. Dass ja, der ja die Turmuhr ja schon offen ist und dann stehst du da und denkst, ja, wo zur Hölle, also bei ihr dann neben dem Hochzeitskleid und dann, wo zur Hölle bleibt der Penner, wann kommt der denn? Taucht er nun jetzt auf oder taucht er nicht auf? Und wenn er dann kommt, dann ist echt so, ja, so kurz vor 13 ungefähr, weil du ja echt nur noch minimal... In der letzten Stunde kommt er. Ja, genau. Ja, das ist wirklich ganz knapp.
Ich glaube, du hast dann nur noch, du musst dann ja wieder zurückreisen. Ich glaube, du hast dann auch nur 1,5 oder 2 Minuten Zeit. Nur noch, dann ist quasi, dann wäre Game Over. Also, das ist echt krass. Die Quest ist auch richtig geil. Alleine, wenn du sie ja machst, dann wartet sie ja am letzten Tag bei ihrem Hochzeitskleid im Zimmer. Und wenn du die Quest ja nicht machst, dann ist die, glaube ich, mit der Familie am letzten Tag verschwunden aus Unruhstadt. Dann die ist dann auf der Romani Ranch, kannst du sie genau, die geht zur Romani Ranch. Genau. Also das war auch schon geil, dass die halt wirklich so einen Plan A, Plan B Ablauf hatten. Ja, genau, dass man auch diesen Abläufen der Charakteren so spielen kann. Also dass man, je nachdem wie man halt dann interagiert, passieren halt andere Sachen. Wie auch schon Bacon auch wieder mit diesem einen Groden, dem man das Zimmer klauen kann und dann schläft er dann da draußen im Freien oder sowas. Das macht halt eine Menge Spaß. Und leider gibt es das in Zelda, gab es das dann wirklich nicht mehr in der Form. Zumindest nicht so ausgeprägt. Ich kenne generell kein Spiel, was. Aber genau doch, sowas zumindest Skyward Sword hatte man auch, aber da waren es so permanent. Ja, gut, okay. Du hattest da auch wieder so eine World, so eine Stadt. Deswegen, genau, ja. Das hat mich dann aber. Bei Majora's Mask ist das cool, du reist ja am Anfang der 3 Tage zurück und dann kannst du es wieder von vorne machen. Weil so Sachen wie Skyward Sword, da war es dann so, du musst dich einmal entscheiden und dann hast du diese Entscheidung für das ganze Spiel getroffen. Und wenn du halt die andere Variante erfahren willst, musst du quasi nochmal komplett von vorne machen. Was meint ihr denn genau ins Spiel? Ja, zum Beispiel dieses eine Mädchen. Ja, der Wolkenhort, du hast doch total viele Quests, die du machen musst. Ja, mit den ganzen Hochbewohnern. Du hast da 2 Quests, wo du eine Entscheidung machen kannst. Einmal mit diesem Mädchen, was deine Items lagert für deine Abenteuertasche, diese Beatrice. Ja. Und dann dieser eine Typ, der diesen Liebesbrief hat. Je nachdem, wie du dich da entscheidest zwischen diesen Charakteren, entwickelt sich die Sache halt anders. Ach stimmt, man konnte doch einfach ans Klo runterspielen. Also. Da ist so eine Geisterhand auf dem Klo, ähnlich wie es auch mit Majora's Mask ist. Da hast du auch diese Hand auf dem Klo. Tatsächlich. Und diese Hand konntest du sozusagen ja auch den Brief geben. Genau. Diese Hand kannst du ja auch den Brief geben und dann wird er halt nachts verflucht von dieser, weil diese Hand sich in ihm verliebt quasi. Und wird sie ihn nachts belästigen. Ich hab das, glaube ich, ja auch gemacht. Ja, ja, das ist auch die bessere Variante. Die andere Variante ist, wenn es halt wirklich den Mädchen gibst und da hat dieser andere Typ, dann rennt sie halt diesen anderen Typen und jedenfalls in beiden Fällen ist er der Verlierer. Aber ja. Die Handversion ist die lustigere. Das andere ist dann dieser Beatrice, dieses Mädchen, da kann man halt sagen, okay, ich mag dich auch oder ich mag dich nicht. Und je nachdem ist er halt total verliebt dann immer, wenn du ankommst, oder halt total, leck mich am Arsch, du wirst ja Items haben, verpiss dich. Ja, ja. Genau. Aber hier geht es ja nicht um Skyward Sword, es geht ja um Majora's Mask. Genau. Das war halt nur so eine Stelle, wo es mir eingefallen ist, das ist halt auch mal so. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Skyward Sword ja tatsächlich so gut fand, dass mir das so gefallen hat, weil mich das halt auch stellenweise gerade wegen sowas an Majora's Mask erinnert hat. Aber habt ihr jetzt irgendwie einen Lieblings-NPC noch außer Anju und Carfi aus Majora's Mask? Hier, Romani. Ja, Romani zum Beispiel. Kleine Marlon-Verschnitt. Die Questreihe war auch toll, wenn du die halt gemacht hast und hast ja dann den großen Köcher gekriegt mit den Aliens. Ja, auch hammer creepy einfach, dass die Aliens Ranch da kommen und Kühe klauen. Alter. Aliens, die Kühe haben wollen. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann sitzt es am zweiten Tag so wie so ein Zombie da, so als ob sie irgendwas Schreckliches erlebt hat. Ja, ist auch so. Die wurde mitentführt, so wie bei South Park. Ja, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, kann sein. Das ist auf der gerade, da fällt mir auch gerade ein, wegen Romani und Dings. Wie heißt die Schwester nochmal? Kremia, genau, mit Romani und Kremia. Wenn du am letzten Tag dahin gehst, das ist auch so von wegen, wenn du da zwischen den Zeilen liest, dann hörst du auch irgendwie so, es gibt ja diesen Chateau Romani, was ja irgendwie so, Alkoholmilch ist, keine Ahnung. Mhm. Und du kriegst ja auch, wenn du zwischen den Zeilen liest, dann kriegst du auch irgendwie mit, dass Romani immer das halt trinken will. Und sie immer sagt, immer, das ist nichts für Kinder, das kannst du nicht haben. Und es gibt ja auch diese Bar, wo diese Long, nicht Long, diese... Die Milchbar. Genau. Ja, die Milchbar halt, wo es das gibt. Wo Marlon der Wirt ist. Genau, wo Marlon der Wirt ist. Wo du halt normalerweise halt nicht reinkommen würdest, weil du ein Kind bist. Und du musst ja da irgendwie so auch eine Maske haben, damit du dann halt erst reinkommst. Und das Ding ist ja, wenn du zwischen den Zeilen liest, dann kriegst du dann irgendwie mit, dass am letzten Tag... dass, wenn du da noch auf der Ranch bist und die mit denen sprichst, dass sie irgendwie sagt total fröhlich, ja, wir sehen uns bis morgen. Und die andere nur so, ja,
leb wohl. Und weil sie, aber halt die ältere Schwester versteht, dass das Ende der Welt naht und die jüngere Schwester nicht. Und die jüngere Schwester sagt sogar noch irgendwie, glaube ich, ja, heute Nacht darf ich das erste Mal Chateau Romani trinken und ich darf sogar bei meiner großen Schwester im Bett schlafen. Und das ist so unfassbar traurig und das ist aber so subtil. Das, für sowas liebe ich dieses Spiel so, ne? Das ist so gut, ey. Boah, das ist so einmal zwinkern und du hast es übersehen. Ne, einmal blinzeln und, aber das ist so gut. Ich finde das, ach, das trägt halt alles krass zu dieser Atmosphäre des Spiels bei. Ja. Ja, es ist sehr detailverliebt und das ist einfach, für mich ist das Wichtigste in Zelda, immer die Spielwelt und das Erkunden. Und das ist halt in Majora's Mask unerreicht, weil du halt wirklich, wenn du dich da wirklich drauf einlässt, auf diese Welt und dich da wirklich mit diesen NPCs beschäftigst und den ganzen Details und was du da alles entdecken kannst und was für Varianten du da eben auch entdecken kannst. Das ist wirklich fantastisch. Also das habe ich auch sonst so in der Form in Videospielen nicht mehr so erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht spiele ich da auch zu wenig, aber mit Majora's Mask ist da schon ein besonderes Highlight. Auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Ich habe jetzt noch ein paar Lieblings-NPCs von mir, weil, wie gesagt, ich find, es gibt ja eine Menge, wirklich. Also wer ein Favorit natürlich von mir ist der Maskenmann oder der Maskenhändler. Der ist natürlich super, Alter. Der ist so gruselig. Mit seiner Pose, mit den Händen. Ja, ja, weil er so scheiße freundlich, ekelhaft dich angrinst nur und dann, wenn du ihm was Falsches sagst, seine Augen auf einmal, ja, wie er dich nimmt und der dich schüttelt. Was hast du gemacht? Ah, meine Maske. Das ist so creepy, Mann, Alter, aber er ist verdammt cool. Aber man muss ja dazu sagen, den begegnet man ja wirklich nur so am Anfang und am Ende des Spiels. Ansonsten ist hat er unter dem O-Turm, aber spielt nicht wirklich so eine Rolle. Nee, das stimmt. Da geht man fast noch mehr mit ihm in Ocarina of Time selber, wo man dann diese Masken, dieses Geschäft da mit ihm macht. Das stimmt, da hast du recht. Ja, aber ich finde, trotzdem hinterlässt er, oder hat er halt bei mir so einen krassen Eindruck dahinter. Ja, klar, das soll er ja auch ist, dazu. Es ist ja so ein geschaffener Charakter, auch mit der Musik um ihn herum und das. Ja. Wirklich gut gemacht. So soll das ja auch sein. Dann habe ich noch, den ich auch sehr mag, ist der Postbote. Ja. Den du ja auch anhand, du kannst ja auch den Weg des Postboten abnehmen und du kriegst ja auch die Postbotenmütze und du kannst ihm dann ja auch die Briefe wegklauen und so weiter. Das fand ich auch ganz cool. Also der hat ja auch seinen festen Ablauf und du kannst ja wirklich jeden Tag hinterherlaufen, dem Postboten, wann er wie die Briefe da abholt und so. Und das ist auch verdammt cool, finde ich. Das war ja auch genial. Alleine auch, wenn du dann bei ihm drin bist, was fürs Herzteil dieses Spiel machen musst. Dass du ich glaube, er zählt bis 5 und du musst genau bei 10 stoppen. Bis 10, ja, genau. Stimmt ja so irgendwie so. Richtig, das ist total schwer, ist das, Alter. Boah, ich habe das nicht richtig. Du kannst ja einfach die Hasenohren aufsetzen und dann siehst du die Zeit, die ganze Zeit. Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Was so eine Anspielung darauf ist, dass ja der Postbote ist ja ursprünglich dieser Marathonläufer aus Ocarina of Time, der ja die Hasenohren haben wollte und halt mit den Hasen, hast ja auf der Post mit dieses Hasensymbol. Ja. Und mit den Hasenohren, wie gesagt, da wurde die Uhr die ganze Zeit eingeblendet, da brauchst du bloß einen richtigen Moment drücken und fertig. So ein kleiner Trick hier für die Leute, die es kennen, nicht? Ach so, ich wusste das echt noch nicht. Also, dabei habe ich das Lösungsbuch gehabt. Tja, kannst mal sehen. Hab's wahrscheinlich einfach nur wieder vergessen. Du, welche NPCs auch toll waren die beiden Tänzerinnen dabei gegenüber von seinem Postoffice. Ja! Die dich danach, wenn du ja diese Maske hattest, angebetet haben als Meister. Ja, ja, ja. Wie hieß die Maske denn nochmal? Irgendwas mit K, ne? Oder? Camaros Maske. Camaro, genau. Ja. Ja. Dieser komische Tanz, Alter. Ja, auch so komisch, so richtig esoterisch so, ne? Du musst aber extra für diese Maske, diese Animation, diese Choreografie eingebaut ins Spiel. Ja, die hat auch, außer dass du mit der Maske denen das zeigen kannst, um ein Herzteil zu bekommen, hat die keinen Effekt, oder, im Spiel? Nee. Ja. Die hat nur diese eine Funktion. Ist ja teilweise leider so bei einigen Masken, dass die halt nicht wirklich eine größere Funktion haben, außer dass man ein Herzteil mit denen bekommt, aber ja. Ja, es sind halt doch recht viele Masken. Ja, Sammel-Items, um halt die grimmige Gottheit zu kriegen. Ja im Endeffekt schon, ja. Ja. So die auch komplett overpowered ist am Ende. Übrigens, einer meiner Lieblings-NPCs, obwohl weniger geht zum NPC selber, als mehr so sein Laden, ist der Kuriositätenhändler. Ich finde das halt so geil, dieser Laden, den du erst ab 22 Uhr reinkommst und wo da so Hehlerware vertickert wird, und auch im Zusammenhang mit diesem Anjo und Kaffee-Quest. Oder du dieses eine Guckloch gucken kannst, um zu warten, dass da der Dieb kommt oder so.
Das fand ich immer sehr cool. Auch die Musik in diesen Lagen, die gab es zwar schon in Ocarina of Time, aber hier wurde es nochmal so richtig aufgewertet, einfach so, durch die Ja, das stimmt, das stimmt. Atmosphäre. Ja. Der Dieb, der es geklaut hat, ne? Ja, stimmt, das ist auch verdammt gut. Wen ich auch hammergut finde, und da haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, aber er hat hier auch tatsächlich seinen Ursprung. Vorher gab es ihn meines Wissens noch gar nicht. Tingle. Tingle Kulu Limba! Unser guter Tingle. Die fand ich doch Gab's hammer das gut. erstmal Das im war so eine der Matrosenanzug? Sachen, die mich damals als Kind so total am Spiel gestört haben. Ich habe so gesagt, das Spiel Ja, wäre mich besser, auch. wenn Tingle nicht mit drin wäre. So nach dem Motto. Ja, Ich Tingle war ist damals ein cool, absoluter Mann. Tingle-Hase. Also das hat sich zwar im Laufe der Zeit dann geändert. Aber also spätestens als ich dann, eigentlich nachdem ich dann sein Spiel gespielt habe, was es ja in Europa gab, dieses Tingle's Rosy Ruby Land, dann war ich dann echt Ja. gefeiert. Aber davor habe ich den immer gehasst. Vor allem mit Majora's Mask habe ich immer so gedacht, das Spiel wäre viel, viel besser, wenn es ihn nicht gäbe. Ach was, ich Weil finde super. das so Nanu, ein total, grüne. der war mir dann doch zu abgedreht, zu uncool. Ja, Das wie war das? Spiel Er ist 30 und möchte gerne eine Fee werden. war Ja, gerade so sagen, 34, Tingle ist der absolute Otaku-Ekel-Nerd, Alter. Er ist ja. irgendwie Anfang, Mitte 30 und zieht sich an wie so eine kleine Fee, begrüßt dich. Oh, no. Grüne Kleidung, weiße Fee, mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee? Ich bin auch eine Waldfee. Da denkst du so, was hast du denn genommen, Alter? Sprich mich nicht an, geh weg. Ne? Ja, ich finde Tingle super. Ich hab's dann auch krass gefeiert, dass sie den in Wind Waker wieder eine größere Rolle gegeben haben. Wo er dich dann richtig ausnimmt. Ja, boah, er ist Ja, der. das stimmt. Boah, er ist der größte Halsabschneider, den es gibt, ne? Boah, ey. Aber gut, das Quest haben, oder die Quest 3 haben sie ja in Wind Waker HD verbessert. Yep. Gott sei Dank. Ich weiß auch, wir machen eine Petition. Tingle for Breath of the Wild. Ja, ey, ich hoffe definitiv, dass Tingle da irgendwie drin ist. Gerade Tingle als Masken, als Kartenzeichner, könnte ich mir da sehr gut und sehr sinnig vorstellen irgendwie. Ich Weil glaube, ich mir das denke. Läuft alles über den Chica Slate. Also wenn du hast so ein Techno-Tingle, ja, oder so aus einer Art. Techno-Tingle, ja, das Der kann natürlich stellt sein. sich heraus, dass Tingle der Erbauer von allem ist. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Mein Gott. Tingle ist die Grundlinie der Chica und so weiter und der tut nur so. Tingle ist die fünfte Göttin, Ja, genau. Tingle ist das umgedrehte Schwarze in dem Triforce. Er ist das vierte Triforce. Oder ist so wie bei Dragon Also. Ball der Omnikönig. Oder das, ja. Ich finde Tinge immer eher für störend, auf jeden Fall. Ja klar, er ist verstörend, aber deswegen ist er ja so cool. So ähnlich wie ich. Die haben ihn ja danach seit Majora's Mask in einigen Spielen ja eingebaut. Also zumindest Capcom hat ja in den Ja, genau. Oracle-Teilen und in Minish Cap ihn ja wieder mit reingenommen. Richtig, in Four Ja. Swords Adventure gab es ihn auch, aber nach The Minish Cap wurde er quasi so verbannt. Es gab in Twilight Princess so einen, in Anführungsstrichen, realistischen Tingle, sollte das darstellen, dieser Pirlo. Aber es war nicht wirklich Tingle. Und danach kann man nur noch in so kleinen, was ich in Phantom Hourglass hing als Wanted-Poster in der Milchbar oder so. Oder Ja, in ist dann. Skyward Sword hatte Zelda hat einen Tingle-Plüsch in ihren Schrank oder sowas. Genau. Ja, Solche hat er nur noch solche kleinen Cameo-Auftritte, aber nicht mehr. Er wurde halt wirklich dann aus den Spielen verbannt, hat er sein eigenes Spiel bekommen auf Nintendo DS, beziehungsweise seine eigene Spielreihe, hat ja mehrere Teile gehabt. Wurde der aber sonst aus den Zelda-Spielen genommen, einfach weil eben auch viele ihn nicht mochten. Gerade in Nordamerika ist er ja so ein sehr verhasster Charakter. ich mag Tingle, ich will mehr Tingle haben. Ich will Tingle wieder zurückbringen. Tingle ist Du cool, kannst ja Mann. Hyrule Warriors spielen, da hast du ihn als. Ja, das stimmt. Ja. Da habe ich ihn auch. Da bin ich auch sehr glücklich mit, Das dass ist ich ja da sehr Tingle habe. cool, also sehr gut umgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja, Hyrule Warriors ist generell, die ganzen Charaktere sind super umgesetzt. Ja. Also Lass außer uns davon Frage. nicht weiter anfangen, sonst könnte, Ja. sonst erzähle ich hier eine Stunde über Hyrule Warriors, das wollen wir ja nicht. Das kommt dann im letzten Podcast. Ja. Habt ihr irgendwas, was ihr bei Majora's Mask besonders nervig fandet? Egal, ob das Charaktere, Quests oder sonst irgendwas ist. Einige Minispiele. Das ist ja so das Spiel. Majora's Mask ist ja so das Minispiele-Universum teilweise. Ich glaube, kein anderes Zelda-Spiel hat so viele verschiedene Minispiele, die man auch mehrfach spielen muss. Das ist ja jeden Tag einmal, weil es dann, nur dann bekommst du das Herzteil oder so. Und da fand ich einige, gerade auf dem N64, in den 3DS-Remix sind sie zum Teil besser geworden, aber da fand ich teilweise einige Sachen echt nervig. Zum Beispiel das Schwimmen fand ich echt schlimm. Damals und auch diese ganzen Bogenschießen, vor allem diese Schießbude in der Stadt, da habe ich immer ewig gebraucht, bis ich das irgendwann hinbekomme mit einem Analogstick. Auf dem 3DS ist es ganz einfach, da schaffe ich es beim ersten Mal, diese 50 Punkte da voll zu machen, aber auf der N64 war echt ein Krampf. Und damit mit den Minispielen ist es auch ein bisschen übertrieben für meinen Geschmack.
Echt, findest du? Also ich meine, je mehr, desto besser. Ich meine, du wirst ja nicht wirklich gezwungen, sie zu spielen. Ich schon, ja, weil ich will immer 100% ein Zelda-Spiel haben, also werde ich dazu genötigt, alle Minispiele. Ja, mein Gott, First World Problems, Alter. Für alle Herzteile muss man alle Minigames machen. Richtig. Ja, das muss man dann halt. Ja gut, aber ansonsten wären sie ja auch komplett nutz. Dann wären sie ja wirklich Ja, aber das nutzbar, Problem war, weil glaube die ich, Zeit klappern. weil es ja nur diese vier Haupttempel gab, wie willst du die 20 Herzen verteilen? Da haben sie halt mehr Minispiele schneller programmiert, weil es einfacher ist, da so ein Gebäude hinzuklatschen, wo du ein paar Bomben werfen musst oder sonst was. Ja, muss ja dazu sagen, ist ja das Zellerspiel mit den meisten Herzteilen. 52 Stück an der Zahl. Ja. Ja, Und das ist echt eine Menge. ich kann alle aus dem Kopf. Boah, fang mal an. Zähl mal auf. Ja, habt ihr noch Zeit? Eine Sache, die ich noch hammernervig fand, ich weiß aber, dass viele Leute das cool fanden, ich glaube, du auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du hast auf deinem Blog auch viel darüber geschrieben. Was ich hammernervig fand, sind die Skulltula-Häuser. Ach so, Ich finde ich liebe die, oh, so ich super. weiß, du findest die gut, aber ich finde die so scheiße. Ich Ich wollte weiß im nicht, 3DS, irgendwie. ich wollte noch ein drittes haben, gab's dann aber Ja, nicht. genau. Ja, also ich finde die Ich finde, die haben auch so eine total geile Atmosphäre. Du kommst da rein, über diese Spinnen raschen überall und dann Ja, ich jeder hasse Ecke kann Spinnen eine Ver erstmal. Ach so, ja, gut, wenn du da Arachnophobie hast, dann ist das vielleicht nicht so toll, aber so ist es halt. Ich fand das total geile Atmo und das hat halt total viel Spaß gemacht. Du kannst in jeder Ecke konnte so eine Spinne drin sein und sowas. Ach, fantastisch. Ja, aber es war ja auch bei den Skulpturhäusern, war es ja, meine ich, so, dass du die konntest die, glaube ich, nur machen, wenn du dann bestimmte Ausrüstungsgegenstände schon hattest, ne? Sonst? Nö, also das zum Beispiel Oder? das erste, okay, für das im Meer brauchtest du einen Enterhaken. Sonst kommst du da gar nicht erst rein, weil du dich am Anfang über diesen Zaun ziehen Okay. musst. Und dann für den Sumpf brauchst du eigentlich gar nichts außer Wundererbsen, aber die hast du ja zu der Zeitpunkt schon. Ja, Das okay. wissen aber viele nicht. Viele denken, du brauchst auch den Enterhaken oder zumindest den Bogen oder sowas, aber du kannst das tatsächlich nur mit den Deko und Wundererbsen kannst du das durchspielen. Und das, Ah, okay. ja, macht eine Menge Spaß. Ja, ich fand das immer irgendwie nervig, weil ich hatte auch immer so das Gefühl, mir fehlen Gegenstände und gehst du jetzt schon rein, aber ja, machst es jetzt, aber du hast keinen Bock, dann später festzustellen, dass du jetzt Zeit investierst, nur um dann zu merken, yo, dir fehlen noch Nee, Gegenstände nee, so, genau so war es ja und eigentlich so. nicht. Also du kommst, wie gesagt, ohne den Gegenstand, den du brauchst, kommst du gar nicht erst rein. Von daher. Ja, okay. Gut. Stimmt, ich meine, du kommst ja sowieso zum ersten Skatula-Haus nicht, eh du die der Wunderherbsen geholt hast. Von daher kannst du es gar nicht irgendwie in die Situation kommen, dass du merkst, oh, jetzt Ja, bräuchte, wie beim gut, Wassertempel, was ich aber. vorhin erzählt habe, beim Ocarina of Time Wassertempel, oh, am Ende brauche ich auf einmal den Bogen, was für ein Mist. Das hast du gar nicht da gehabt. Von daher. Ja, gut, aber die Wundererbsen zum Beispiel, ich muss das dann ja machen, wenn ich mir die Wundererbsen gekauft habe. Aber wenn ich die Zeit zurückreise, sind ja die Wundererbsen, die ich dann habe, die sind dann jeder futsch. Du kannst ja wieder jederzeit neue kaufen. Sobald du einmal diesen Wundererbsenhändler besucht hast, hast du ja die Lizenz, die Wundererbsen zu kaufen bei diesem einen Dekohändler, der da vorne an der Sumpfbude ist. Ja, Diesen Touristencenter. Da kannst du ja nicht immer die schnell die wieder neue Wundererbsen holen. Da ist es ja kein Problem. Ja, gut. Okay, gut. Ich darf das nicht schlecht finden. Nein, auf keinen Fall. Geh weg in deiner Meinung. was ich noch verdammt geil fand, wo ich auch nicht, wo man vorher vielleicht nicht erwarten würde, dass es so viel Spaß macht, aber ich habe damit, ich glaube, Stunden verbracht, einfach nur wie bescheuert als Gorone durch die Gegend zu hudeln. Oh Ja, ja, ich oh auch. ja, das macht jeder. Vor allem, wenn du diesen Chateau Romani getrunken hast und erstmal schön abdüsen über die Ebene von Termina. Von da hast du über diese Das Sprungschanzen auch noch gehabt, immer nur im Kreis rollen über die Ebene von Termina und versuchen, die Sprungschanzen richtig zu erwischen. ist so gut, ey, Ja. der dicke, große Gorunling. Weißt du, ich habe immer, wenn ich da mit dem Goronen lang gerollt bin, immer gesungen, keep rolling, rolling, rolling. Ja, sehr gut. Keep Ja. rolling, 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 rolling. Ja, das ist aber echt cool. Vor allem auch, ich habe das noch nie verstanden, warum. Aber er dreht sich und dreht sich auf einmal. Bäm! Riesige Stacheln aus meinem Rücken. Vor allem, das kann ja So, kein what the anderer Goronin. fuck? Das ist nie. That escalated quickly, Alter. Also, ne? Ja, das macht ja Ja, vor allen eben. Dingen nie irgendein anderer Goronin in der Zellerei hat jemals Stacheln auf dem Rücken gehabt. Das ist nur er beim durch die Gegend rollen. Das ist. Aber Ja. gut, man braucht ja auch mal Magie dafür. Wer weiß. Ja. Vielleicht haben die anderen Goronen einfach keine Magie. Ja. Ist ja genau wie der Mikau, der ja diese elektrische Barriere erzeugen kann, was andere Genau. Zora normalerweise auch nicht machen. Aber gut, das Ja. waren dann super coole Features. Was ja auch hier sehr gerne als Zora rumschwimmen, hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. Was ja leider in der Ja. 3DS-Version dann total verkackt haben, mit dem, weil Das das haben sie echt an, Hammer verkackt, ja, ne? Mit was, dem Speed. Boah, war das weil scheiße. sie es an die magische Barriere gekoppelt haben. Du kannst nur schnell schwimmen, wenn du auch dieses Kraftfeld und Magie verbrauchst quasi.
Ja, das ist doof. Hammer doof, vorher ging es halt ohne. Ja, und die Eispfeile haben sie auch verkackt, weil die kannst du nicht mal überall nutzen. Hammer, ja. Hammer verkackt. Die Eispfeile hattest du vorher, da konntest du ja vorher, wenn Wasser war, konntest du immer Eispfeile reinschießen, hast du eine Eisfläche und jetzt hast du halt nur noch irgendwie bestimmte Stellen, ja, die so im Wasser glitzern. Stellen, das ist total lame. Eispfeile einsetzen. Vor allen Dingen, das war halt technisch damals ein total beeindruckendes Feature. Damals auf dem N64 zu der Zeit, dass du irgendwo in Wasser schießt und das einfrieren kannst, das war eine Besonderheit. Das konntest du in Videospielen nicht. Und genau dieses Feature, tun die sozusagen rausschneiden aus dem 3DS-Remake, wo du eigentlich denkst, das ist technisch da wesentlich besser machbar, aber naja. Ja. Manchmal versteht man Nintendo nicht so wirklich. Nee, nicht so richtig. Beziehungsweise nicht Nintendo, aber Onuma auf jeden Fall. Ja. Ist nicht immer alles Onuma schuld, muss er dazu sagen. Also, ich glaube, zu den Teilen, wo Miyamoto ja noch Producer war, er hat ja immer alles abgesegnet. Die haben ja eine Idee gehabt und sind zu ihm gegangen. Wenn er gesagt hat, nein, dann mussten die ja zurückgehen, neue Ideen machen. Richtig. Und ich glaube, dass er bei einigen coolen Ideen auch gesagt hat, nee, das passt ihm nicht in den Kram. Und da haben sie es dann auch. Glaube ich auch. Glaube ich auch irgendwie. Gibt es noch eine Besonderheit, die ihr hervorheben möchtet bei Majora's Mask? Irgendwer von euch? Ja, ich würde sagen generell, dass man ja, ihr habt ja gerade schon gesagt, Miko und so weiter und so fort, dass ja die Person, in die man sich verwandelt hat, dass die tatsächlich gab und dass die jetzt anscheinend irgendwie tot waren, weil diese Maske da eingeschlossen waren ja auch. Das wäre ja auch richtige Idee gewesen. Ja, das ist einfach generell alles so creepy, ne? Egal, was du machst, es ist ja nicht nur, dass du diese Maske da hast, sondern generell, die gesamte Welt ist einfach creepy. Und das finde ich halt, ach, total gut bei Majora's Mask. Nicht umsonst gibt es wahrscheinlich auch, also ist es deswegen auch so populär geworden, in den letzten Jahren auch immer, weil die Leute halt dann erst feststellen, vielleicht haben sie es als Kind gespielt, haben es gar nicht so sehr aufgefasst, aber wenn du älter wirst, siehst du es halt unter einem anderen Gesichtspunkt einfach. Geht mir halt auch oft so. Alleine, wenn ich schon irgendwelche Pokédex-Einträge von irgendwelchen Viechern da durchlese, wo ich mir heute denke, what the fuck? Und als Kind habe ich drüber gelesen, ist mir nicht aufgefallen. aber das ist, glaube ich, bei Majora's Mask auch so. Und ich glaube, gerade wegen, weil das einfach so gefüllt ist mit Creepiness, gibt es da halt auch so viele Fanfics und so weiter zu. Und zum Beispiel halt auch die Creepypasta-Story zu Ben, die, glaube ich, jeder kennt, ne? Die auch verdammt cool ist. Was? Du kennst nicht Ben Drowned? Alter, schäm dich. Alter, schäm mich wirklich, du kennst das nicht? Das ist eine Creepypasta von jemandem, also ist natürlich eine ausgedachte Geschichte, aber ist natürlich so geschrieben von wegen, ja, wahre Begebenheit ist passiert und so weiter. Handelt von einem Typen, der auf einem Garagenflohmarkt kauft er sich ein Modul von Majora's Mask. Und der Typ, der ihm das verkauft, sagt irgendwie, ja, das ist verflucht oder irgendwie so ein Scheiß. Und dann spielt er das Spiel halt und dann gibt es nur einen Spielstand namens Ben. Und dann spielt er das, guckt halt rein und dann ist das Spiel halt total glitchy und total komisch und nichts funktioniert, wie es soll. Und dann ist halt überall diese creepig grinsende Figur. Wenn du dieses Lied spielst, wo du dein Abbild erstellst, dann kriegst du ja so eine Statue. Und du kannst ja auch eine Statue von Link selber erstellen. Und dann ist das so ein creepy grinsendes Kind. Und dann verwirrst du in dem Spiel ständig von dieser Figur verfolgt und so weiter. Und dann crasht das Spiel auf einmal. Du bist wieder am Startbildschirm. Ist total gruselig gemacht und so. Kommt immer wieder dann dieser Text vom Maskenhändler. Das hättest du nicht tun sollen. Das hättest du nicht tun sollen. Und also so ein Kram. Das ist halt so eine Geistergeschichte. Und dann wird der Typ halt von diesem Geister-Ben da gejagt. Und das soll halt das Kind gewesen sein, dem das Spiel gehört hat. Und der ist irgendwie ertrunken. So, und das ist halt so eine Creepypasta. Und da gibt es halt auch tatsächlich auf YouTube Videos zu, wo sie das halt editiert haben und so weiter, wo du dann siehst, dass da halt dieser kranke Psycho-Shit abgeht. Das ist total cool. Also jeder, der es nicht kennt, Majora's Mask, Ben, der sollte sich das mal geben, ist was Schönes für einen Gruselabend. Okay, ich werde es mir anschauen. Ja, mach's auf jeden Fall. Also es ist echt cool. Ist echt cool gemacht. Ja, was ich auch noch besonders krass fand, wieder auch so ein starker Moment, war, als der Mond, also das geht ja die ganze Zeit darum, dass dieser scheiß Mond runterkracht. Und ich hatte tatsächlich, zwischenzeitlich hatte ich so echt erwartet schon fast, dass ich einen Bosskampf gegen den Mond habe, irgendwie so. Ja, auf einem großen, in wirklich einem großen Scale einfach, aber war dann ja nicht so. Aber viel cooler fand ich dann zu sehen, dass du in den Mond reingehst und in dem Mond selber ist einfach diese riesige Blumenwiese,
mit diesem einzelnen Baum, wo die Kinder da sind. Und ja, wo du halt die Masken eintauschen musst, um dann halt zum Bosskampf gegen Majora's Maske zu kommen. Vor allem, du hast erstmal im Spiel wirklich Ruhe und Idylle gehabt. In dieser. Ja. Es ist halt total dieser extreme Kontrast und ein fantastischer Moment. Und auf einmal dieser Weide bist. Wahnsinn. Ja, aber da hast du auch dieses Thema mit der Freundschaft. Die ganzen vier Wächtermasken, die spielen ja miteinander, fangen. Und das Kind, was ja Majora's Maske hat, sitzt ja einfach am Baum und so, als ob keiner mit ihm spielen will. Und dann fragt es dich ja noch, ob du mit ihm dann Räuber und Gendarm spielen willst. Ne? Ja. Also ist so dasselbe Problem, was Horror Kid hat, dass es sozusagen ja keine Freunde hat und gerne einen Freund haben will zum Spielen. Ja, richtig. Das ist halt auch nochmal so für die genaue Story und so weiter halt ja wichtig, eine Parallele, was auch die immer. Die Maske ist eigentlich lieb, er wollte nur jemanden zum Spielen haben. Er will doch nur spielen, oh. Er tut doch nichts. Ja, also Majora's Mask ist definitiv, aber ich kann das immer nochmal zu der Stelle und dem Mond und auch diese Sprüche, die da einen wenn man jetzt diese Maskenhändler da, diese Labyrinthe übersteht, dann hauen hier immer einen nochmal so einen Spruch an den Kopf, der auch so total denkwürdig ist, zum Beispiel wie unter deiner Maske, wie siehst du wirklich aus und all sowas, oder deine Freunde, deine Freunde, sind das wirklich deine Freunde, also das ist sehr geil gemacht. Auf jeden Fall. Das meine ich auch, wenn ich sage, dir werden die so zum Teil generell bei Majora's Mask Sachen an den Kopf geworfen, die du halt als Kind gar nicht so richtig einordnen kannst vielleicht oder du dir nicht so tiefgehend Gedanken drum machst. Und wenn du es jetzt aber als Erwachsener spielst, denkst du dir so, okay, wait, what? Und das finde ich halt so cool, weil das hast du halt bei Majora's Mask extrem irgendwie gefühlt an jeder Ecke, dass irgendwie was los ist, dass du, ja, was du als Kind nicht richtig verstanden hast oder nicht so richtig wahrgenommen hast. Und jetzt als Erwachsener denkst du dir halt, okay, das ist eigentlich ziemlich krass, so. Das ist, ja, das finde ich verdammt cool. Ja. Okay. Ist doch eigentlich ein guter Abschluss, oder? Wenn wir gerade über den Mond gesprochen haben. Ich wollte gerade sagen, also, wenn ihr noch irgendwelche Punkte habt, zum Beispiel was macht, was ihr noch loswerden wollt, dann tut es. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Boah, ich denke mal, das war ein guter Abschluss. Okay. Pumi, wie siehst du das? Ja, ich sehe auch so, also einfach geiles Spiel, jeder, der es nicht gespielt hat und es nicht gewürdigt hat, ist halt keine Fünfer, also ist nochmal spielen. Aber als Erwachsener, finde ich, checkt man das erst richtig, wie wir alle festgestellt haben, was da noch passiert und dass es irgendwie komisch ist, dass man als Kind irgendwie einfach so hingenommen hat. Man kann es sich ja kaufen, entweder wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, dann holt man sich für 10 Euro im eShop die Variante und ja, ansonsten die 3DS-Variante. Ja. Unbedingt nachholen. Wenn ich noch N64 habe, dann da. Weil ich denke mal, man muss sich das jetzt nicht nochmal neu kaufen. Oder? Nee, also wenn man es schon hat, ne, dann kann man es ja nochmal spielen, aber für die es noch nicht gespielt haben, also da würde ich empfehlen, unbedingt nachholen. Also, super Game. Ja. Okay, gut. TT, hast du noch abschließende Worte? Ja, wie schon alles gesagt, fantastische Atmosphäre, fantastische Welten zum Eintauchen, ja. Wir haben jetzt über fast 2,5 Stunden darüber gesprochen, über diese beiden Spiele, sowohl Majora's Mask als auch Ocarina of Time. Man merkt schon daran, und das sind Spiele, die man unbedingt mal gespielt haben sollte, wie schon Arno gesagt hat. Von daher, Punkt. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich Gamer nennt oder sowas, dann sollte man auf jeden Fall mal beide, also Ocarina of Time und Majora's Mask gespielt haben. Das ist so Gaming-Grundwissen, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn du das nicht gespielt hast, dann hast du keine Ahnung. So, weiß ich nicht. So krass ist es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ja. Du Unwissender. Überspitzt gesagt natürlich. So. Ja, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, mal wieder drüber zu quatschen. Ich freue mich dann auf den nächsten Podcast, der dann irgendwann bald kommt. Ja, yeah, vermutlich dann zu den Capcom-Zeller-Spielen, vermute ich mal, oder? Richtig, ja. Da würde ich dann sagen, nehmen wir Oracle of Seasons, Oracle of Ages und Minish Cap. Und Four Swords. Und die beiden Four Swords-Spiele am besten auch noch. Ja, ich glaube, das fand ich alle so kacke, dass ich die nicht gespielt habe. Da bist du nächstes Mal nicht eingeladen. Ey! Nein, Spiel. Also, ey, die kannst du dir das spiele ich gerade zur Zeit nochmal durch. Ich weiß nicht, was daran so schlimm sein soll. Also ich weiß, ich war bei Minish Cap war ich enttäuscht,
als Kind, als ich das zu Weihnachten bekommen habe. Das kannst du ja nächstes Mal erzählen. Ja, ich war aber halt nach einem Tag oder nach zwei Tagen durch. Echt? Ich dachte mir, wow. Echt was? Jetzt? Ja. Es war total schnell vorbei irgendwie. Aber gut, das kann natürlich auch daran liegen, weil ich als kleines, fettes Kind ohne Freunde einfach nur die ganzen Ferien da gesessen habe und Zelda gespielt habe. Das kann auch daran gelegen haben, dass einfach dann irgendwann mal durch war, das Spiel, ne? Ja, aber gut. Ja, dann möchte ich euch allen sagen, allen Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Gedanken zu Zelda habt, wenn ihr Gedanken zu gerade Ocarina of Time und zu Majora's Mask habt, dann schreibt uns das doch in die Kommentare. Wir lesen das tatsächlich. Wir freuen uns darüber. Vielleicht gibt ihr uns ja auch für die nächsten Podcasts neue Denkanstöße und so weiter. Deswegen, wenn ihr da was habt, haut es rein. Wir lesen das, wir freuen uns. Ja, und bis zum nächsten Mal würde ich sagen wir alle Tschö mit Ö. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Das war der Hund. Sehr gut. Oh, das war der Hund. Sehr guter Schluss für diesen Podcast.